Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Am 9. November rief Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. Am 10. November übernahm Friedrich Ebert die Regierungsgeschäfte des Deutschen Reiches. Und am 11. November unterzeichneten im Wald von Compiègne die deutschen Vertreter den Waffenstillstand mit den Mächten der Entente. Bis heute nennen Engländer und Franzosen diesen Krieg den Großen Krieg. Schon damals empfanden viele Zeitgenossen ihn als eine Zeitenwende, als Ende des alten Europa. Zu ihnen gehörte auch der Wiener Schriftsteller Karl Kraus. Er war Moralist, Satiriker, Dramatiker, Sprach- und Kulturkritiker sowie Herausgeber der Zeitschrift Die Fackel. Das Drama Die letzten Tage der Menschheit ist in den Jahren 1915 bis 1922 entstanden, als literarische Auseinandersetzung mit der grausamen Absurdität des Krieges. Das Stück besteht aus mehr als 200 Szenen, die nur lose zusammenhängen. Karl Kraus hat diese Dialoge nicht einfach erfunden, sondern Texte und Zitate aus zeitgenössischen Quellen so zusammengefügt, dass ihre Unmenschlichkeit und Verlogenheit offenbar werden. Kraus selbst hielt sein Stück für unspielbar. In der Tat würde eine Aufführung in voller Länge mehrere Tage dauern und man bräuchte dafür eine Unmenge von Schauspielern. In Helmut Qualtinger fand das Krausche Drama dennoch einen kongenialen Interpreten. Gut 20 Jahre lang brachte er es immer wieder auf die Bühne. Er reduzierte die Textmasse auf einige ausgewählte Szenen und stellte alle Rollen selbst dar. Nahtlos von einem Dialekt in einen anderen übergehend, charakterisiert er die betreffende Person auch mit seiner Stimme. Kaiser Wilhelm, ein Viktualienhändler, ein alter General, ein preußischer Schieber, ein Feldkurat. Sie alle sind durch die Wandlungsfähigkeit Qualtingers sofort erkennbar. Meine Damen und Herren, Helmut Qualtinger liest Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, in einer Fernsehaufzeichnung aus dem Jahr 1965. Wien 1914, Ringstraßenkorso, Zirkecke. Ein Wiener hält von einer Bank eine Ansprache. Denn wir mussten die Mahnen des ermordeten Thronfolgers befolgen, da hat's keine Spompanalung geben. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen in derer großen Zeit. Sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen heiligen Verteilungskrieg, führen wir. Also bitte. Schauen Sie auf unsere Braven, die was dem Feind jetzt innere Stirne bieten, ungeachtet. Schauen Sie, wie es da draußen stehen vor dem Feind, weil sie das Vaterland rufen tut. Und dementsprechend trotzens der Umbildung jeglicher Witterung, draußen stehen Sie, da schauen Sie das an. Und darum sage ich auch, es ist die Pflicht eines jedermann, der ein Mitbürger sein will, Stand dabei Schulter an Schulter sein Schärflein beizutragen. Dementsprechend. Da heißt es, sich ein Beispiel nehmen. Jawohl. Und darum sage ich auch, ein jeder von euch soll zusammenstehen wie ein Mann. Das ist nur Herrendefend. Es ist ein heiliger Verteilungskrieg, was wir führen. Wie ein Phönix stehen wir da, den sie nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, wir sind wir und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sage ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würsteln. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Stimmen aus der Menge. Bravo, so ist es. Serbien muss sterben, ob's da will oder nicht. Hoch! Jeder muss sterben. Einer aus der Menge. Und jeder Russ? Ein Genuss. Ein Schuss. Alle. So ist! Ein Schuss. Bravo! Und jeder Franzos? Ein Stoß. Bravo! Ein Stoß. So ist.
Oder jeder Tritt, ne? Jeder Brit. Ein Tritt. Sehr gut. Ein Brit für jeden Tritt. Bravo. Ein Bettelbub. Gott strafe England. Ihr strafe es. Nieder mit England. Ein Mädchen. Der Beutel hat mir das Beischel von den Serben versprochen. Ich hab das hineingegeben in die Reichspost. Och, Reichspost, unser christliches Tagblatt. Ein anderes Mädchen. Bitte, ich hab's auch hineingegeben. Mir wird der Pferdl die Nirndln von den Russen mitbringen. Her damit! Ein Wachmann. Bitte links, bitte links. Ein Fiaker hält vor einem Hause. Der Fahrgast. Was bekommen Sie? Der Fiaker. Herr Gnadenwissen, ich weiß es nicht. Was bekommen Sie? Na, was heute Tax ist? Was ist die Tax? Na, was wird den anderen geben? Können Sie wechseln? Reicht ihm ein 10-Kronen-Stück in Gold. Wechseln? Gut. Das nehme ich nicht als ein Ganzer. Das könnte französisches Geld sein. Ein Hausmeister nähert sich. Was? Ein Franzose? Ah, da schau ich ja. Ein Spion. Dem werden wir es zeigen. Und woher kommt er denn? Von der Ostbahn. Aha, aus Petersburg. Die Menge, die sich um den Wagen gesammelt hat. Ein Spion! Ein Spion! Der Fahrgast ist im Durchhaus verschwunden. Der Fiaker nachrufen. So ein nudiger Pferd, verzichtiger. Die Menge. Lassen gehen, macht keine Repressalien, das gehört sie nicht. Wir sind nicht so. Ein Amerikaner vom Roten Kreuz zu einem anderen. Look at the people, how enthusiastic they are. Die Menge. Zwei Engländer, reden Deutsch. Gut, strafe England. Hotzas, wir sind in Wien. Die Amerikaner flüchten in ein Durchhaus. Los, das gehen wir sah nicht das so. Ein Türke zu einem anderen. Regardez l'enthousiasme de tout le monde. Die Menge. Zwei Franzosen, reden Deutsch. Hotzas. Wir sind in Wehren. Die Türken flüchten in das Durchhaus. Los, das gehen wir sah nicht das so. Das war ja türkisch. Seht ihr nicht, die haben ja ein Fes. Das sind Bundesgenossen. Holt es ein und singt den Prinz ergehen. Zwei Chinesen treten schweigend auf. Die Menge. Japaner sind da. Japaner sind auch noch in Wehren. Aufhängen, sollte man die Bagage. Bei Ihnen Rezept. Einer. Los, es gehen, das sind ja Chineser. Bist selber ein Chineser. Lech, du? Alle Chineser sind Japaner. Sind Sie vielleicht ein Japaner? Nein. Na, wo ist denn aber ein Chineser, sind's? Eine Dame mit leichtem Anflug von Schnurrbart ist aufgetreten. Die Menge. Ah, da schaut's her. Das kennt man schon. Ein verkleideter Spion. Verhaften. Einspüren statt der B. Ein Besonnener. Aber meine Herren, bedenken Sie, sie hätte sich doch rasieren lassen. Wer, wenn sie ein Spion wäre? Drauf hat er vergessen. So hat er sie gefangen. Wer? Er. Nur sie. Das ist eben die List von denen Spionen. Damit man es nicht merkt, dass Spionen sind, lassen sie ihn an Bord stehen. Red's nicht so deutlich daher, das ist ein weiblicher Spion und damit man es nicht merkt, hat es an Bord aufgehoben. Das ist ein weiblicher Spion, was sich für ein Mannsbild ausgeben tut. Nein, das ist ein Mannsbild, was sich für einen weiblichen Spion ausgeben tut. Die Menge. Jedenfalls ein Verdächtiger, der auf die Wachstuben gehört. Hockt's ihm. Die Dame wird von einem Wachmann abgeführt. Man hört die Wacht am Rhein singen.
Es treffen sich zwei, die sich's gerichtet haben. Der Erste. Servus. Du noch in Wien? Du bist doch behalten worden. Der Zweite. Ich bin hinaufgegangen, hab was gekriegt. Ja, was machst denn du noch in Wien? Du bist doch behalten worden. Na, ich bin hinaufgegangen, hab was gekriegt. Natürlich. Natürlich. Weißt nicht, was aus dem Edi Wagner geworden ist? Hat er sich's vielleicht gerichtet? Er ist im Oktober zur Konstatierung, hat's geheißen, sein Euler kauft ihm einen Daimler. Weil sein Major, der Tschibulka vom Weltschwer, versprochen hat, er kommt zum Autelkorps. Dann hat's geheißen, entweder er kommt nach Klosterneuburg zum Kader oder eine Munitionsfabrik, natürlich in die Kanzlei. Haben's wieder gesagt, er soll für unentbehrlich erklärt werden im Geschäft und der Onkel von ihm weiß, der für das Reservespital in der Vielgalergasse die Wurzen ist, dann habe ich ihn alles getroffen und er hat gesagt, mein Allstrick reißen, bringt ihn beim Roten Kreuz und kein Mensch hat sich ausgehen, kurzum, weil ich mich wirklich interessieren muss, den armen Teufel damit hingeschupft haben. Und du, das kann ich dir sagen. Der Alte hat sich, das schmutzig an, wie er ist, das überlegt mit dem Daimler, hat ihn lieber bei den dänischen Papiertäten untergebracht, sondern war gestiert. Gesagt, lieber macht der Dienst und ist nach Blumau gekommen, dort weiß ich, wo er zu fahrt, sitzt er Nacht für Nacht im Chapeau, abwechselnd in Uniform und in Zivil, wie der Bursch das macht, ist mir ein Schleier. Ich kann mir nur reindenken, wie alle Protektion nichts genutzt hat, ist er hinaufgegangen und hat sich gekriegt. Es könnte aber auch sein, dass er wirklich enthoben ist oder gar am Ende doch einen C-Befund kriegt. Du, servus, ich habe ein Rendezvous mit seiner Persönlichkeit. Ich krieg vielleicht eine Lieferung und das war's für einen. Das muss man schon duldig sagen. Du hast immer die Sau. Hast du schon gehört, der Seifert-Peppi ist gefallen? Weißt du, bei Ravaruska? Servus. Ich muss jetzt zu einer Sitzung ins Kriegsfürsorgeamt. Morgen haben sie den Tee. Ich hab versprochen, dass ich Fritzi Spritzi hinbringe. Der Sascha Kolowrat kommt hin. Geh sei fesch, komm auch hin. Bring dein Schlamperl mit. Servus. Lieber Freund, ich habe jetzt andere Dinge. Wenn mir das gelingt, rufe ich dich an. Servus, du, apropos, was ich dir erzählen wollte. Elektrische Bahn, Baden-Wien. Ein schwer Betrunkener, der im zivilen Leben ein Möbelpacker sein dürfte, Riesenfigur, buschiger Schnurrbart, Pepita-Hosen, welche die Spuren von übermäßigem Weingenuss und einer eben überstandenen gewaltsamen Entfernung vom Tatort zeigen. Er hat einen Sack neben sich, aus dem er hin und wieder eine Flasche hervorzieht. Er gerät mit einem Paar in Streit, weil er an das Mädchen angestoßen ist, bedroht den Begleiter und brüllt die ganze Fahrt hindurch. Also ein Pinkel, wie sie da aufbrausen. Was haben denn sie fürs Vaterland geleistet? Legitimieren Sie ihn, vor mir. Schauen Sie mich an, solche Söhne wie sie habe ich empfohlen, die was mehr Bord haben als wir sie. Die leisten was fürs Vaterland. Wissen Sie, von wo ich komme? Vom Boden komme ich, Sepp Pinkel. Legitimieren sollen Sie ihn. Was glauben denn Sie, so einer, verstehst du, wie Sie da aufbrausen? Vielleicht, weil Sie einen Muckerl bei Ihnen haben. Was haben denn Sie fürs Vaterland geleistet? Schauen Sie mich an, ich leiste was. Mit Vaterland. Ja, jeder soll aufbrausen, als wäre der. Was wollen denn Sie? Habe ich ihn vielleicht beleidigt? Der Pinkel. Ich leiste was. Legen Sie mir einen Sinn an. Du schaust her. Wissen Sie, was das ist? Ein Feldpostkarten. Von meinem Neffen. Fürs Vaterland, Sie. Pinkel. Legitimieren soll er sich, der Pinke. Von mir soll er sich legitimieren, hat nichts geleistet. Fürs Vaterland.
nachdem er sich über Zureden des schwächlich aussehenden Kondukteurs ein wenig beruhigt hat, bietet er den Umsitzenden, auf die er abwechselnd fällt, die Flasche. Völlig, Herr Nachbar, wenn wir Österreicher sind. Ein galizisches Flüchtlingspaar. Gott behüte. Flieht auf andere Plätze, lässt aber an der alten Stelle den Schirm zurück. Ja, bitte. Wird gut für uns. Wieder bemühen. Der Verzehrungssteuerbeamte erscheint. Was haben Sie da im Pinkel? Pinkel. Wer's Waterlot? Wer den Mühen? Er wird nach längerem Zureden dazugebracht zu öffnen und eine Steuer von 20 Heller zu erlegen. Währenddessen hält der Zug. Ein Wiener, der inzwischen den Platz eingenommen hat, wo das Flüchtlingspaar gesessen war. Da müssen wir heute alle warten wegen so einer Lappalie. Immer gibt's auf der Strecke solche Unannehmlichkeiten. Das ist mir schon zu fad. Er verlässt mit dem Schirm den Zug. Es regnet. Der schwer Betrunkene verlässt nun gleichfalls den Zug, der sich wieder in Bewegung setzt. Jetzt wollte der Landtag legitimieren zu sehen. Der Pinkel hat nichts geleistet. Jetzt wollte der Land. Das Flüchtlingspaar atmet auf und bezieht wieder die alten Plätze. Nach einer Pause aufspringend. Wo ist der Schirm? Gott, wo ist der Schirm? Herr Kondukteur, wo ist der Schirm? In der Wiener Deutschmeisterkaserne, ein elegant gekleideter Herr, etwa 40 Jahre, wartet in einem schmutzigen Raum, in dem kein Sessel ist. Feldwebel Weiguni tritt ein. Der Herr. Entschuldigen Sie, Herr Feldwebel, könnten Sie mir vielleicht sagen, ich stehe nämlich jetzt 3 Stunden hier und kein Mensch kommt, ich habe nämlich einen C-Befund. Ich habe mich freiwillig vor dem Einrückungstermin gemeldet, damit ich eine Kanzleiarbeit zugewiesen bekomme. Und da hat man mir gesagt, ich soll gleich da bleiben, aber ich muss doch... Mehr halten! Ja, bitte. Aber also ich muss bitte wenigstens meine Familie verständigen. Und ich kann doch nicht so, wie ich bin. Ich brauche also meine Sachen zum Waschen. Eine Zahnbürste, eine Decke und so. Nee, halten! Aber bitte, entschuldigen Sie, ich habe mich doch gemeldet. Ich habe doch nicht gewusst, ich muss doch... Blader Hund, was es nur ein Wort redst, noch ein Schmierer drauf, hutzen, ohne das... Der Herr zieht eine 10-Kronen-Note aus der Westentasche und hält sie dem Feldwebel hin. Der Feldwebel. Wo ist dein Schauensknie hier? Das dürfen Sie wirklich nicht losen. Das geht nicht, aber wenn Sie Decken haben wollen, die verschaffe ich Ihnen. Er verlässt den Raum. Ein Kadett tritt aus dem Nebenraum. Der Kadett. Was? Du bist der, der den Disput mit Feldwebel gehabt hat? Servus, kennst du mich nicht mehr? Wögerer. Athletikclub. Ja, richtig. Hast du einen C-Befund, gell? Du, hör einmal, wie kannst denn du dich als intelligenter Mensch mit einem Feldwebel einlaufen? Ja, was soll ich denn machen? Ich stehe jetzt 3 Stunden da. Ich muss doch nach Hause. Meine Leute haben keine Ahnung. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Na, da bist du schön hineinpumpst. Wer hat dir denn den Rat gegeben? Aber wenn du nach Hause willst, kannst du natürlich gehen. Ja, aber wie macht man denn das? Lächerlich, du bist doch ein besserer Mensch. Ich hilf dir, du machst es so. Also du gehst zum Hauptmann? Was? Der lässt mich nach Haus? Sonst also natürlich nicht, der ist sehr streng, aber du musst ihm ganz einfach sagen, weißt du, aber ganz direkt, ohne Genieren, schneidig. Herr Hauptmann, melde gehorsamst, ich muss zu einem Madl. Pass auf, darauf sagt der Hauptmann wetten, dass er das sagt. Was? Für ein Madl müssen's? Fahren's ab, Sie Schweinkerl! Na, und nachher kannst du gehen.
Ganghofer tritt jodelnd auf. Er trägt Lodenjoppe, Smokinggilet, Kniehose, Rucksack und Bergstock, eisernes Kreuz erster Klasse. Unter dem Hut mit Gamsbart ist ein blonder, ein wenig angegrauter Haarschopf sichtbar. Auf der etwas gebogenen Nase sitzt ein goldener Zwicker. Seine Majestät Wilhelm II. Mit Gefolge. Im Hintergrund der Fotograf der Woche. S.M. geht auf den Dichter zu und streckt ihm unter herzlichem Lachen die Hand entgegen. Ja, Ganghofer, Sie sind überall. Hören Sie mal, Ganghofer, Sie sind gut. Ganghofer, Majestät, Mac Mühe hat sich bemüht, den Siegeslauf der deutschen Heere einzuholen. Fix laut und das ist aber gar gegangen. Er hüpft. Es ist gut, Ganghofer. Es ist gut. Haben Sie schon Mittagbrot gegessen? Nein, Majestät. Wer würde denn in so großer Zeit an so etwas denken? Gottes Willen, wenn Sie doch gleich etwas essen. Der Kaiser winkt. Es wird ein Topf mit Tee gebracht, nebst zwei festen Schnitten Gebäck. Der Kaiser greift selbst mit der Hand in eine Blechdose, stopft Ganghofer die Taschen mit Zwieback voll und sagt dabei immer wieder: Essen wir auch, Ganghofer! Essen Sie! Der Fotograf knipst. Waren Sie schon im Pschemischl? Ganghofer, essen Sie doch, essen Sie doch. Ganghofer isst. Unter denigsten Dank, Majestät, sel wohl in Pschemischl. Na, sind Sie befriedigt? Ich meine vom Pschemischl. Aber essen Sie doch, Ganghofer! Immer ein was in den Pärmächen. Haben Sie Sven Hedin gesehen? Essen Sie doch, Ganghofer. Ganghofer. Nein, nein, den habe ich gesehen. Das freut mich, dass Sie diesen Mann kennengelernt haben. Dieser Schwede ist ein Prachtmensch. Wenn Sie ihn wiedersehen, also essen Sie doch, Ganghofer. Grüßen Sie ihn herzlichst von mir. Ein russischer Flieger kommt von Osten her. Er leuchtet in der goldenen Abendsonne wie ein goldener Käfer. Hinter ihm puffen Schrapnells empor. Der Kaiser steht ruhig, schaut hinauf und sagt: So kocht's! Die weiteren Schüsse bleiben weit hinter dem Flieger zurück. Der Kaiser nickt sinnend. Da! Flüge haben, das heißt für die anderen immer zu spät kommen. Essen Sie doch, Ganghofer. Es tritt eine Pause ein, während deren Ganghofer isst. Plötzlich wendet sich der Kaiser zum Dichter und sagt ihm mit gedämpfter Stimme, streng und langsam, jedes Wort betonend: Ganghofer, was sagen Sie zu Italien? Erst nach einer Weile, während deren Ganghofer gegessen hat, vermag er zu antworten: Majestät, wie es kam, so ist es besser für Österreich und für uns. Der reine Tisch ist immer das beste Möbelstück in einem redlichen Haus. Der Kaiser nickt, ein Aufatmen strafft die Gestalt. Der Flügeladjutant leise zu Ganghofer: Dialekt, Dialekt. Nun, Ganghofer, haben Sie ein schönes Feuilleton fertig? Lassen Sie hören. Ha? Zu dienen, Majestät, aber leider ist es teilweise Hochdeutsch. Dialekt. Na, wenn schon, es ist so unbesorgt vor. Aber essen Sie doch, Ganghofer, Sie essen ja nicht. Ganghofer isst. Der Kaiser mit raschem Entschluss auf ihn zutretend sagt ihm etwas ins Ohr. Ganghofer fährt zusammen, ein Stück Zwieback fällt ihm aus dem Mund, sein Gesicht ist wie von einer frohen Begeisterung überglänzt und drückt Zuversicht aus. Er legt den Finger an den Mund, als ob er Schweigen zusichern wollte. Der Kaiser gleichfalls. Ganghofer. Ein neues Stahlband des Zusammenhaltens. Erst am Tage der Erfüllung bekannt geben. Und dieser Tag wird kommen. Essen Sie, Ganghofer! Ganghofer isst. Eine Ordonnanz bringt eine Nachricht für ihn. Von Mackensen. Er liest in freudiger Erregung. Fahren Sie so früh als möglich los
Die russischen Stellungen bei Tarnow wurden von uns genommen. Dialekt! Morgen fällt Lemberg. Juche! Er beginnt zu schnaderhüpfeln. Dann sich sammelnd ernst mit einem Blick gen Himmel. Majestät. Was haben wir denn, Gangower? Tanze noch ein bisschen! Soll ich es denn länger verschweigen? Was denn los? Was Majestät mir soeben anvertraut haben, mein Gemüt kann es nicht länger zurückhalten. Das Majestät, 3 Waggon bayerisches Bier für unsere braven österreichischen Truppen bestimmt haben? Na, rufen Sie es meins wegen die Welt hinaus. Sie sollen wissen, dass das Gutes aus Ihrem schönen Bayernland zu trinken bekommt. Aber Sie selbst essen Sie, Ganghofer. Essen Sie doch! Ganghofer isst und Schnader hüpfelt zugleich. Der Kaiser schlägt den Flügeladjutanten auf den Hintern, der Fotograf knipst. Das Gefolge ordnet sich zum Aufbruch, indem der Kaiser das Auto besteigt und noch einmal Ganghofern zuwinkt, ertönt das Signal Tatü-Tata. Während man dieses noch aus der Ferne hört, schnaderhüpfelt Ganghofer weiter. Dann bleibt er stehen und sagt mit völlig verändertem Ton, das kommt als Leitartikel. Ein Deutscher und ein österreichischer Soldat, Schulter an Schulter, treten auf. Wachtmeister Wagenknecht. Da sind dann alle angetreten und unser Oberbombenwerfer sagte, Jungs, wenn ihr mal Lust habt, immer feste drauf. Sedlacek. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mir ist das nämlich unklar. Hallo? Nämlich, entschuldige, der Oberbombenwerfer sagst du, hat's geschafft. Aber ihr seid doch alle Bombenoberwürfer. Wie hat's also geschafft? Ich verstehe deinen Zweifel. Ich sag doch, pass mal besser auf. Der Oberbombenwerfer. Naja, aber, entschuldige, wirfst du denn nicht auch Bomben over? Also bist du doch auch ein Oberbombenwerfer. Wieso denn? Na, hör mal. Wo ist denn? Der Oberbombenwerfer, das ist doch einer, der was die Bomben oberwirft. Oder nicht? Oberwirft denn das? Na, verstehst nicht? Ober, von da, schau her. Ober, auf die Leute. Ach so, jetzt verstehe ich. Nee, Junge, das ist aber zu witzig. Ich glaube mich tot. Das ist im Schießen komisch. Nee, das war das nicht gemeint. Dafür haben wir doch den Ausdruck herab. Was? Wo ist denn der Herabbombenwerfer? Ach nee, der gibt's nicht, Menschen, pass mal auf, ich meine, der Bombenwerfer wirft die Bombe herab, aber der Oberbombenwerfer. Aber der was? Nur das ist doch der Chef von die Bombenwerfer. Darum heißt er doch Oberbombenwerfer. Wie soll ich das nur klar machen? Zum Beispiel, ach ja, wisst du, ich hab doch auch die Bezeichnung Oberkellner oder Oberleutnant. Erst jetzt verstehe ich dich. Wo ist dann wieder Oberleutnant der Vorgesetzte von die Geist? Na. Wie der Oberkellner, der Vorgesetzte von der Mannschaft? Nein. Ach, siehst du, in dem Fall sagen wir einfach der Ober. Sieh, der Ober, komm da ran! Du, hast du den Oberleutnant gerufen? Mensch, Kind, da könnte ich doch nicht Ober sagen, siehst du. Beim Kellner lässt man eben die Berufsbezeichnung weg und sagt einfach Ober, aber über? Ober, über? Ach nee, ich wollte nur sagen, über die anderen Vorgesetzten darf man sich nicht so Angtanu ausdrücken. Man sagt zum Oberleutnant nicht, Sie, Herr Ober. Das wäre doch eine Beleidigung. Ja, und ähnlich ist es mit dem Oberbombenwerfer. Ich verstehe. Man muss also sagen, Herr Oberbombenwerfer, darf ich jetzt eine Bombe oberwerfen? Na, meinetwegen, wenn es dir Spaß macht. Ihr Österreicher seid doch zu ulkige Kunden. Naja, statt den Augenblick, ich will da nur austreten. Er geht zu einem Anstandsort.
Wien, Sirkecke, ein Berliner Schieber zu einem Dienstmann. Kommen Sie mal ran, laufen Sie rüber ins Restaurant, gucken Sie, ob dort ein Herr wartet, oder gehen Sie zum Portier oder zum Ober, fragen Sie am Sektionschef Svoboda, der von Tadikova aus Berlin Mitte bestellt ist, mit der einflussreichste Mann, den in Wien jetzt habt, immer noch warten und Tisch anheben, drei Politik vermutlich eine Auskunft teilhaut, was ich verhindert wäre, wenn ich mit dem Abendbrot essen, aber noch ein Geschäft für den Fall, hören Sie, dass er verhindert wäre, möge er nachts nach dem Moulin Rouge kommen, oder wie der Etablissement jetzt heißt, Sie wissen doch, wo die Mietzahl tanzt, mit das schickste Mädchen, das ihr in Wien jetzt habt, ich komme 15 Minuten vor 12, aber fix, haben Sie verstanden? Der Dienstmann betrachtet den Fremden erstaunt und schweigend. Der Menschenskind, verstehen Sie nicht Deutsch? Der Dienstmann. Wo's war sie, wo's wohin? Der Schieber, sich empört an die Vorübergehenden wendend, die eine Gruppe bilden. Was, hören Sie mal, das ist ein ausgewachsener Skandal, was in eurem lieben Wien alles vorkommen kann. Ich habe hier als Reichsdeutscher ja schon manche Überraschungen erlebt, so eine richtige Widerstamper weiß man bei euch ja gewöhnt. Seid ihr überhaupt ein niedliches Völkchen? Aber so etwas sollte man doch nicht für möglich halten. Das ist doch wieder nur mein Wie möglich. Nur überhaupt, dass hier eine Bevölkerung, mit der wir doch Schulter an Schulter kämpfen, so eine Sottise gefallen lässt, ist doch voll massiv. Die Wiener habt ja nur eben keine Ahnung, dass ihr im Kriege seid. Darum seid ihr auch schon nach einem Jahr unten durch. Bei uns hingegen, da kann man sagen, ist die Stimmung ernst, aber zuversichtlich. Bei euch hingegen, na, das sollte mal Hindenburg wissen, da will ich mal gründlich orientieren. Rufe aus der Menge. Ja, was ist denn geschehen? Was geschehen ist, da fragen Sie doch ruhig das Völkchen. Der Mann da, der da gestanden wie ein richtiger Wiener Dienstmann, wollte ihn rüberschicken ins Restaurant, mit der Wächter Nachricht von unserem Sektionschef, den ich bestellt habe, und er, ich bitte Sie jetzt im Krieg. Na, was denn? Was hat er denn getan? Und er antwortet mir Englisch. Er entfernt sich in größter Erregung. Die Menge sieht den Dienstmann fragend an, der seinerseits die ganze Zeit wie erstarrt dagestanden ist und sich nun stolz entfernt. Die Menge. Gut, Strafe England. Ein Zeitungsausrufer. Extra Oskavi, Karossa Sieg der Verbündeten. Standort des Hauptquartiers, eine Straße. Ein Journalist und ein alter General treten auf. Der Journalist. Sind Exzellenz vielleicht in der Lage, mir einige Andeutungen über die momentane Situation zu machen? Der General nach einigem Nachdenken. Wir gedenken in Liebe unserer Lieben. Der Heimat, die uns mit Liebesgaben bedenken und unserer in Treue gedenken. Aufrichtigen Dank, Exzellenz. Ich werde nicht verfehlen, diese bedeutsame Äußerung eines unserer glorreichen Heerführer sofort beide ab. Ein anderer Journalist und ein anderer alter General treten auf. Der Journalist. Sind Exzellenz vielleicht in der Lage, mir über den Verlauf der jetzigen Begebenheit Authentisches, soweit es im Rahmen der gebotenen Rücksichten möglich ist, für das Blatt zur Verfügung zu stellen? Der General. Ich weiß nichts. Ich habe nur gehört, dass jetzt die Preisen kommen. Die Preisen nachher. Als dann nachher geht's uns wieder schlecht. Diese verflixten Preise. Interessant. Wissen Exzellenz vielleicht etwas über das uns besonders am Herzen liegende Schicksal der dritten reitenden Artilleriebrigade? Ah, die dritte reitende Vielen Dank, Exzellenz. Ich werde nicht verfehlen, diese hochbedeutsame Kundgebung eines unserer siegreichen Feldherren. Beide ab. Bei der Batterie ein Artillerieoffizier. Der Schatz, unser guter Feldkurat kommt zu uns aus der Infanteriestellung. Das ist schön von ihm.
Der Feldkurat Anton Almer. Gott grüß euch, ihr Braven. Gott segne eure Waffen. Feiert's tüchtig eine in die Feind? Zauberlauf, Zuchwürden! Mit Gott möchte ich auch einmal ein Geschütz probieren. Gern, Hochwürden. Hoffentlich treffen Sie einige Russen. Der Feldkurat feuert ein Geschütz ab. Bravo! Das ist ein guter, edler Priester und ein Sohn unserer schönen Steiermark. Das muss ich ins Grazer Volksblatt geben. Das heimische Regiment freut sich und ist stolz auf seine Feldkuraten und dafür Mitkämpfer, der mit gutem Beispiel vorangeht. Hoch! Jetzt erst, da Hochwürden geschossen hat, sind unsere Waffen gesegnet. Die Journalistin Schalek nähert sich. Die Schalek. Was ist das für eine Stellung? Das soll eine Stellung sein? Ich habe schon bessere Stellungen gesehen. Bitte Nachsicht zu haben in der kurzen Zeit. Sie, Herr Oberleutnant, wissen Sie was? Ich möchte ein bisschen schießen. Von Herzen gern, Fräulein, aber das ist momentan leider unmöglich, weil es den Feind aufregen könnte. Jetzt ist gerade eine Gefechtspause und wir sind froh. Aber bitte, machen Sie keine Geschichten. Also der Kurat darf und ich darf nicht. Sie wissen, ich bin eigens herausgekommen. Ich schildere nur aus dem persönlichen Erleben. Bedenken Sie, dass ich die Schilderung unbedingt vervollständigen muss. Ist doch für Sonntag. Ja, also eine Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Aber ich, geben Sie her, also wie schießt man? So! Die Schalik schießt, der Feind erwidert. Also da haben wir's. Was wollen Sie haben? Das ist doch interessant. Florianigasse, Hofrat I.P. Tlauhobetzki von Tlauhobetz und Hofrat I.P. Tibetanzl treten auf. Tlauhobetzki von Tlauhobetz. Bin neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung, du, das ist mein Lieblingsblatt, ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern habe ich es eingeschickt. Willst du es hören? Was? Tibetanzl. Hast wieder ein Gedicht gemacht? Worauf denn? Wirst gleich merken, worauf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied, verstehst? Über ein Gipfeln ist du, über ein Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch, das ist ja von mir. Was von dir? Das ist klassisch, das ist von Goethe. Aber pass auf, du wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also über einen Wipfeln ist du, über einen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Jetzt kommt's, pass auf. Der Hindenburg schlafet im Walde, warte nur balde, fällt Warschau auch. Ist das nicht klassisch? Alles passt ganz genau. Ich habe nur statt Vöglein Hindenburg gesetzt und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wenn es erscheint, lasse ich mir das nicht nehmen, ich schick's dem Hindenburg. Ich bin ein spezieller Verehrer von ihm. Du, das ist klassisch. Gestern habe ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Ich hab's der Muskete einschicken wollen, aber... Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Gestern nicht! Ich hab aber viel mehr wie du verändert. Das heißt, beim Becken. Über allen Kipfeln ist Ruhe, beim Weißbecken spürest du kaum einen Rauch. Das ist ja ganz anders, das ist also mehr spaßig. Die Bäcker schlafen im Walde, warte nur balde, hast nix im Bauch. Hm.
Du, das ist förmlich Gedankenübertragung. Ja, jetzt habe ich mich umsonst geplagt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt man am Ende, ich hab dich paradiert. Ah, Spaß. So ein Kaiserschmarrn ist das Schönste, weit und breit. Herr Kitzel, so beim Runterfahren, das ist noch die einzige übrig gebliebene letzte Wiener freie Dame. Spaß. Ach, mir fehlen die Worte. Ein Bürozimmer bei einem Kommando. Ein Generalstäbler erscheint und geht zum Telefon. Servus. Also, hast du nicht den Bericht über Pschemischl fertig? Ah, noch nicht? Ah, bist nicht ausgeschlafen. Geh, schau dazu, sonst kommst du wieder zum Mulattieren zu spät. Ja. Also, heißt, was? Hast du wieder alles vergessen? Es ist... Hör zu, ich schärfe dir noch einmal ein. Hauptgesichtspunkte erstens. Die Festung war eh nichts wert. Das ist das Wichtigste. Ja. Man kann nicht, Man kann nicht vergessen machen, dass die Festung seit jeher der Stolz hat. Alles kann man vergessen machen, lieber Freund. Also hör zu, die Festung war eh nichts mehr wert, lauter altes Grafenwerk. Wie? Modernste Geschütze? Ich sag dir lauter altes Grafelwerk. Verstanden? Na, also, gut. Zweitens, pass auf. Nicht durch Feindesgewalt, sondern durch Hunger. Verstanden? Ja, dabei das Moment der ungenügenden Verproviantierung nicht zu stark betonen war, Schlamperei, Ballerwatsch etc. tunlichst verwischen. Diese Momente drängen sich auf, das wird schon treffen. Ja. Hunger ist die Hauptsache. Ja. Stolz auf Hunger. Verstehst? Nicht durch Hunger, sondern durch Gewalt. Ah, was sage ich? Das ist ja blöd, ja. Nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger. Na, also gut. Was? Das geht nicht. Weil man dann merkt, dass kein Proviant. Wie? Und wenn man dann einwendet, warum nicht genügend Proviant? Also dann gut, gehst darauf ein und sagst, unmöglich so viel Proviant als notwendig aufzuhäufen, weil es eh der Feind kriegt, wenn er die Festung nimmt. Wie er sie dann genommen hätte? Durch Hunger? Nein! Dann selbstverständlich durch Gewalt, frag nicht so viel. Verstehst du nicht, wenn er also die Festung durch Gewalt nimmt? Wir haben einen Proviant. Noch nimmt er auch den Proviant. Darum dürfen wir keinen Proviant haben, noch nimmt er keinen Proviant, sondern er nimmt die Festung durch Hunger, aber nicht durch Gewalt. Na, wirst du machen, Servus. Muss in die Messe, ja. Habe nicht die Absicht, mich durch Hunger zu übergeben. Schluss. Restaurant des Anton Grüßer. Bambula von Feldsturm. Sakrament noch einmal. Wird mir denn heute gar nicht bedient? Sie herstellt. Ein Kellner. Bitte gleich, Herr Major. Grüße. Herr Major, befehlen? Sie wird, was ist denn das? Wird mir heute gar nicht bedient? Bedienung ist nicht mehr wie früher. Seit einem Jahr bemerke ich das. Wo sind denn alle Kellner? Eingerückt, Herr Major. Was? Eingerückt? Warum sind sie denn alle eingerückt? Na, weil Krieg ist, Herr Major. Seit einem Jahr merke ich das schon, sehen wir bis auf die vier gar keine Kölner mehr. Für so ein Riesenlokal, seit einem Jahr merke ich das schon. Na ja, seit dem Krieg ist, Herr Major. Was? Das ist Skandal, das ist nur Wissen. Die Kameraden beklagen sie alle, sollen nicht mehr herkommen, wenn es so weitergeht. Alle sind aus dem Häusl, der Hauptmann Tronner, der Fiebiger von Feldwehr, der Greibig, der Kuderner, der Oberst Hasenhirl, alle sind aus dem Häusl. Erst gestern hat der Hussel von Schlachten 3 von die 66er gesagt, wenn es so weitergeht. Ja, Herr Major, wir möchten ja alle, dass er mal aufhört und dass der Frieden kommt. Was, Frieden? Hören Sie mal auf mit der Friedenswinselei. Ich habe die Kaisermanöver mitgemacht. Wenn Sie unser oberster Kriegsherr hören möchten, seid's durchhalten, lieber Freund. Da gibt's nichts. Ein Kellner eilt vorbei.
Sie recht schaut, Kerl aus verfluchter Ort, den werde ich einrückend machen. Sie, sagen Sie mir nur, was denn das für eine Bedienung? Was haben denn bestellt, Herr Major? Nix, ein Rostbratl möchte ich, aber etwas unterspiegt. Bedauere, heute ist fleischfrei. Was, fleischfrei? Was denn das wieder für eine neue Mod? Ja, jetzt ist Krieg, Herr Major, und da machen Sie keinen Sprung Bananen und möchte wissen, was es mit dem Krieg zu schaffen hat, dass das Fleisch ausgeht. War früher auch nicht. Ja, aber jetzt ist doch Krieg, Herr Major. Bambula von Feldsturm in größter Erregung aufspringen. Jetzt brauchen Sie meine Liebe unter den Nasenräumen. Immer mit Ihnen Krieg. So ist er gefressen. Von uns Kameraden sehen Sie keinen mehr in Ihrem Lokal. Eine Vorstadtwohnung, an einem Riemen hängt, halb bekleidet, ein etwa 10-jähriger Knabe, dessen Körper Striemen, Blutbeulen und Flecken aufweist. Er ist völlig verwahrlost, anscheinend halb verhungert. Der Knabe heult. Eine Nachbarin steht händeringend in der Tür. Der Vater in Uniform liegt auf dem Sofa. Eine Nachbarin zu der Mutter, die einen Topf auf den Herd setzt. Oberfrau Liebal, wie können Sie denn den Buben nur so zurichten? Wenn ich das bei Gericht anzeige, kriegen Sie einen Verweis. Die Mutter. Hören Sie, Frau Sikora, der Bub ist Ihnen so obstinat, dass Sie Ihnen gar keine Vorstellung nicht machen. Ein warmes Frühstück will er haben. Der Vater. Was haben Sie denn Mitleid mit dem Bankert? Jetzt ist er eh schon wieder benannt. Aber neulich habe ich ihn hergenommen und in so mein Bajonett reingeschackt, dass ich glaubt habe, er bleibt mir unter die Hände. Sehen Sie, er hat sich eh wieder erholt. Die Nachbarin. Herr Liebal, Herr Liebal, damit ist nicht zu spaßen. Geben Sie Obacht, Sie werden einmal einen Verweis kriegen. Während der Vorstellung in einem Vorstadttheater. Auf der Szene die Schauspielerin Niese und ein Partner. Die Niese in der Rolle. Was? Ein Bussel wollen Sie haben? Sie, ein einfacher Soldat, was Ihnen nicht einfällt. Ja, euch allen zusammen, euch braven Soldaten, möchte ich schon eins geben, aber einem allein? Oh nein. Nur allen auf einmal, oder doch, einem für euch alle, einem einzigen Soldaten, möchte ich ein Bussel geben. Auf Poppen möchte ich sehen, dass die Wiener Stadt wackelt und der Stephansturm zum Zappeln anfängt. Und dieser eine, einzige Soldat, das ist, an die Rampe treten, durch und durch bewegt, unser lieber, guter, alter Herr in Schönbrunn, der Kaiser. Aber leider gerade der ist unzugänglich. Orkanartiger Beifallsturm. Ein Theaterdiener erscheint auf der Szene und überreicht der Schauspielerin eine Extraausgabe. Die Niese. Gib's her. Das Publikum. Bravo, Niese! Die Niese liest unter größter Spannung des Publikums vor. Durch die unvergleichliche Bravour unserer braven Truppen Tschernowitz genommen. Ungeheurer Beifall. Das Publikum. Hoch! Hoch! Hoch, Niese! Standort in der Nähe des Uschok-Passes. Ein österreichischer General im Kreise seiner Offiziere. An keinen von uns, meine Herren,
ist der Krieg spurlos vorübergegangen. Wir können sagen, wir haben was gelernt. Aber meine Herren, fertig sind wir noch lange nicht. Da haben wir noch viel zu tun. Wir haben Siege an unsere Fahnen geheftet. Schöne Siege, das muss uns der Leid lassen. Aber es ist unerlässlich, dass wir für den nächsten Krieg die Organisation bei uns einführen. Gewiss, wir haben Talente in Hülle und Fülle, aber uns fehlt die Organisation. Es müsste der Ehrgeiz von einem jeden von Ihnen sein, die Organisation bei uns einzuführen. Schauen Sie, meine Herren, da können Sie sagen, was Sie wollen gegen die Deutschen. Eines muss Ihnen der Neid lassen, Sie haben halt doch die Organisation. Ich sage immer und darauf heute, ich war nur ein bisschen Organisation mehr, aber ging jetzt schon. Aber so, was uns fehlt, ist halt doch die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus. Das muss Ihnen der Neid lassen. Gewiss, auch wir haben vor Ihnen manches voraus, zum Beispiel das gewisse Etwas, den Charme, das schöne Sequoir, Gemütlichkeit, das muss uns der Neid lassen, aber wenn wir in einer Schlamastik sind, da kommen heute die Deutschen mit ihrer Organisation und ein preußischer Leutnant erscheint in der Tür und ruft nach hinten. Die Panje, Brüder, sollen Sie mal fein gedulden, das dicke Ende kommt nach! Stürmt in das Zimmer, ohne zu salutieren, geht geradezu auf den General los und ruft, ihm fest ins Auge sehend. Dann sagen Sie, Exzellenz, könnte der Österreicher denn nicht von alleine mit dem ollen Uschok-Pass fertig werden? Ab. Der General, der eine Weile verdutzt dagestanden ist. Ja, was war denn noch das? Sich an die Umstehenden wendend. Sehen Sie, meine Herren? Schneid haben's. Und was die Hauptsache ist, heute die Organisation. Hauptquartier, Kinotheater. In der ersten Reihe sitzt der Armee-Oberkommandant Erzherzog Friedrich. Ihm zur Seite sein Gast, der König Ferdinand von Bulgarien. Es wird ein Sascha-Film vorgeführt, der in sämtlichen Bildern Mörserwirkungen darstellt. Man sieht Rauch aufsteigen und Soldaten fallen. Der Vorgang wiederholt sich während anderthalb Stunden 14 Mal. Das militärische Publikum sieht mit fachmännischer Aufmerksamkeit zu. Man hört keinen Laut. Nur bei jedem Bild, in dem Augenblick, in dem der Mörser seine Wirkung übt, hört man aus der vordersten Reihe das Wort Bumstig. Kriegsarchiv, der Dichter Hans Müller. Herr Hauptmann, melde gehorsamst. Ewig unvergessbar wird mir die Sommermittagsstunde bleiben, da Männer und Frauen im königlichen Dom zum Altar traten, den Gott der deutschen Waffen anzurufen. Auf der Empore des Domes sitzt der Kaiser aufrecht den Helm in der Hand. Zu seinen Füßen ein schwarzes Meer. Der Hauptmann. Aha, da war er schon in Konstantinopel. Wogen die Gleibigen. Die Orgel braust gewaltig von oben herab. Durch die Fenster bricht die Sonne und wie ein heiliger Schrei hebt sich. Ist schon gut, wissen Sie, die Stimmungsmalerei interessiert mich weniger, als was Sie damals persönlich geleistet haben. Frauen und Männer fassen sich an den Händen, die Orgel braust. Zur Sache! Zu Befehl. Ein heißes Wirken steigt mir in die Kehle. Noch nehme ich mich fest zusammen, denn ich stehe mitten von lauter tapferen, beherrschten Männern und in diesen Tagen darf man sich nicht als Schwächling zeigen. Aber jetzt sehe ich auf den Kaiser Wilhelm, der wie in einem unbeschreiblichen Übermaß von Erregung den bleichen Kopf senkt.
Tief hinab die erschütternden Klänge lässt er über seine Stirn hinziehen. Adoscharia! Mit einer inbrünstigen Gebärde presst er den Helm dicht vor seine Brust. Da kann ich mich nicht mehr retten. Ja, was ist Ihnen denn geschehen? Ich schluchze laut hinaus. Geh's denn nicht! Und siehe, die tapferen Männer neben mir, grauhaarig und beherrscht, sie alle schluchzen ohne Scham mit mir mit. Wissen Sie auch, was dem armen unmilitärischen Gast in ihrer Mitte das Herz aufwühlt? Durch den Schleier der jäh hervorstürzenden Tränen sehe ich neben ihrem edlen Herrn einen anderen stehen, meinen eigenen Kaiser, meinen ritterlichen, alten, gütigen Herrn. Nicht platzen, Müller! Und aus tiefster Seele mische ich jetzt mein Gebet brüderlich mit dem ihren, oh Gott. Der du über den Sternen bist, segne in dieser Stunde auch Franz Josef den Ersten. Segne mein altes, deines Vaterland, dass ich stark bleibe und bliehe, 4 und 4. Segne meine Brüder, die jetzt für unsere Ehre hinausziehen zu Not und Tod. Segne uns alle, unsere Zukunft, unsere Faust, unser Geschick, Herr und Gott, der du die Lose der Menschen und Völker in deinen Händen hältst, aus heißester. Im brünstigster Heimatliebe rufen wir alle zu dir. Herr Hauptmann, melde gehorsam, das ist der Schluss vom Feuilleton. Da steckt noch eine echte Empfindung drin. Sagst, was zahlt jetzt die Presse für ein Gebet an? Für ein Feuilleton, wollte ich sagen. Herr Hauptmann, melde gehorsam, 200 Kronen, aber wahrlich, ich hätte es auch um Gottes Lohn getan. Hi! Na, sie haben mehr dafür gekriegt. Ihnen ist die höchste Ehre zuteil geworden, die einem Herrn von der Presse zuteil werden kann. Der deutsche Kaiser hat sie in der Wiener Hofburg empfangen. Er ist ein Verehrer ihrer Muse. Ich benütze die Gelegenheit, Ihnen dazu meine Gratulation auszusprechen. Ernst, wie waren die Begrüßungsworte seiner Majestät? Sie haben das ja so schön beschrieben. Der Kaiser kommt mir bis an die Tiere entgegen. Er streckt mir die Hand hin, er blickt mich aus seinen großen, strahlenden Augen mit dem gütigsten Lächeln an und sagt, Sie haben uns im Kriege eine so schöne Dichtung geschenkt. Was dürfen wir im Frieden von Ihnen erwarten? Einen schweinischen Schwank hätten sagen sollen. Herr Hauptmann, meine Gehorsamst, vor dieser Stimme schwindet zugleich jede Befangenheit, aber den Mut habe ich doch nicht aufgebracht, Herr Hauptmann. Ja, das ist eine hakelige Situation. Sagen Sie mir jetzt nur, was hat Ihnen denn den stärksten Eindruck am deutschen Kaiser gemacht? Hauptmann, melde gehorsamst. Alles. Und sonst nichts? Ich bin noch so erschüttert, dass ich nicht imstande wäre, die zaubervolle Macht der Persönlichkeit, diese ganze selbstverständliche Würde, die Leitkraft dieser Augen, die einen nicht loslassen und wie der Spiegel einer klaren, im tiefsten Sinne sittlichen Natur. Herrn Saft, na, also wissen Sie, dass der deutsche Kaiser auf einen Brüner Juden hereinfällt, das ist schließlich außer Natur gemäß kein Wunder. Aber dass ein Brüner Jud auf den deutschen Kaiser hereinfällt, das ist unglaublich. In der Viktualienhandlung des Vinzenz Kramoster. Kramoster. Der Schmierkass? 10 Deka, 4 Kronen. Was zu teuer? Auf die Wochen kostet er 6. Wenn es Ihnen nicht recht ist, gehen Sie mal Häusl weiter und kaufen Sie Ihnen einen Dreck. Die wird noch ein billiger sein. Schauen Sie der Diener. Was wollen Sie? Kosten wollen Sie? Sehen Sie, was glauben denn Sie? Jetzt ist Krieg. Wenn Ihnen ein Dreck besser schmeckt, probieren Sie ihn. Was steht Sie denn da umeinander? Jeder kommt dran. Was wollen Sie? Ein Gurken? Noch ein Gewicht, aber das sage ich Ihnen gleich.
2 Kronen der kleinste. Was? Eine Wurst? Schauen Sie, dass weiterkommen, Setep. Wo sind wir denn jetzt eine Wurst hernehmen? Wo sich die Leute einbilden, wie das ist großartig. Was schauen Sie denn? Das ist gut gewogen, das Papier wirkt da. Jetzt ist Krieg. Aber wenn es Ihnen nicht recht ist, lassen Sie es stehen. Kommen Sie mir aber nicht mehr unter die Augen. Sie blöde Urschel, das sage ich Ihnen. Sie resonieren so nicht alle herum. Glauben Sie, hören Sie nicht? Sie kriegen halt überhaupt nichts. Solche Kundschaften wie Sie, einer sind aber schon gefressen. Schauen Sie, dass Sie rauskommen. Der Gemüsesalat kostet 12 Kronen. Was? Angeschrieben? Ja, angeschrieben sind 8 Kronen. Das kann schon sein, aber kosten tut halt 12. Ne? Das sind meine Hexpreis. Die werden in der Luca der Höhle abgehandelt. Wenn Sie nicht, nicht wollen, kommen Sie Murring. Da kostet der 14, habe ich Ehre. Sie trade Wabelze. Wo ist der vierte, verstanden? Murren unter den Kunden. Was höre ich da? Aufbegehren? Wenn ich noch einen Muxer her, lasse ich alle, wie es da sind, einspieren. War nicht schlecht, vielleicht können es gehen alle miteinander. Freut mich nicht mehr. So einer nötigen Bagage verkaufe ich überhaupt nichts. Die Anwesenden entfernen sich murrend. Ein Marktamtskommissär tritt ein. Der Marktamtskommissär. Revision? Revision? Ich bitte um die Faktura vom Gemüsesalat. Ja, das ist aber nicht maßgebend. Ich habe extra noch zahlen müssen, dass ich es überhaupt kriege. Einkaufspreis 4 Kronen 50 Heller. Was ist der Verkaufspreis? Na, achte. Können Sie den nicht lesen? Ja, glaubt, dass Sie uns eine ausgeregte Fiktualien geschenkt? Überhaupt die Preise haben wir zu bestimmen, merken Sie nicht das. Da sind wir kompetent. Wenn es meinen Kunden recht ist, geht die Behörde an Schaß an. Jetzt ist Krieg. Hüten Sie sich, in diesem Ton fortzufahren. Ich mache die Anzeige wegen Preistreiberei. Was? Sie Hunze. Sie Elendiger. Sie wollen mich umbringen? Ich bring ihn um! Er schleudert eine auf dem Verkaufspult stehende Porzellanschüssel mit Steichkäse im Gewichte von 12 Kilogramm auf den Beamten, ohne ihn zu treffen. Die Folgen dieser Handlungsweise werden Sie sich selbst zuzuschreiben haben. Was, ich? Seh her. Hab ich ihn vielleicht beleidigt? Na, wo ist dann? Lieber Herr, du müssen es früher aufstehen. Wer sind denn Sie? Ich werde schon sagen, wer ich bin und wer Sie sind. Wir werden es nicht aufschreiben. Mich nicht. Ich habe Kriegsanleihe gezeichnet. Wissen Sie, was das heißt? Überhaupt. Was wollen denn Sie bei mir reden? Ich bin Steuerzahler, dass Sie es wissen. Ich scheiße Ihnen was. Ich habe schon gefressen, wenn einer da reinkommt. In die Presse umeinander stehlen. So ein unternehrer Mensch, schauen wir uns Ihnen. Wenn Sie nicht auf der Stelle mein Lokal verlassen, bin ich im Stand und vergreife mich an Ihnen. Er ergreift 2 Messer. Der Marktamtskommissär zur Tür retirierend. Ich warne Sie. Was? Warnen auch noch? Sie Amtsperson, Sie. Sie Hungerleider. Ich bringe ihn um. Wirft ihm einen Korb mit Haselnüssen nach. Also ein Pädel. Ein chemisches Laboratorium in Berlin. Der geheime Regierungsrat Professor Delbrück sinnen. Die englischen Zeitungen verbreiten seit einiger Zeit wieder mal allerlei Mitteilungen über den angeblich schlechten Ernährungszustand der deutschen Bevölkerung. Es spricht nicht gerade für die große Kriegsfreudigkeit unter dem englischen Volke, wenn seine Stimmung immer wieder durch die Verbreitung solcher Nachrichten gehoben werden muss, die allesamt mit den Tatsachen in direktem Widerspruch stehen. Ärztlicherseits wurde ausdrücklich die Bekömmlichkeit der gegenwärtigen Kriegskost
festgestellt, der wir es zu verdanken haben, dass die Erkrankungen bei Männern wie bei Frauen in ständigem Rückgang begriffen sind. Von den Säuglingen gar nicht zu reden. Für die in völlig ausreichender und vorbildlicher Weise gesorgt wird. Sogar das Wolf-Büro muss zugeben, dass unsere Krankenhäuser im Kriege weit weniger belegt sind als in Friedenszeiten und dass die vereinfachte Lebensweise für viele Personen direkt gesundheitsfördernde Wirkungen gehabt hat. Und nun gedenke ich in der 66. Generalversammlung des Vereines der Spiritusfabrikanten Deutschlands auseinanderzusetzen, dass wir diesen Erfolg zuvörderst der Mineralnährhefe zu verdanken haben. Der Eiweißgehalt der Mineralnährhefe, der ihren Nährwert bestimmt, wird vorzugsweise durch die Verwendung von Harnstoff gewonnen. Meine Herren, wir erleben hier einen Triumph des reinen Geistes über die rohe Materie. Die Chemie hat das Wunder bewirkt. Eine schon 1915 begonnene Arbeitseinrichtung wurde aufs Neue mit großem Erfolg aufgenommen. Die Ersetzung des schwefelsauren Ammoniaks bei der Erzeugung der Hefe durch Harnstoff. Meine Herren, ist aber der Harnstoff so zu verwenden, so liegt auch die Möglichkeit vor, in derselben Richtung den Harn und die Jauche heranzuziehen. Vereinssitzung der Cherusker in Krems. Pogacnik genannt teilt. Wotan, ist mein Schwurzeuge? Nicht mehr fern sind die Tage, wo wieder Speise und Trank reichlich vorhanden sein werden, wo uns wieder von feisten, knusprigen Schwein ein artig Lendenstücklein erfreuen wird, mit zart gebräunten Erdäpfeln in wirklicher und wahrhaftiger Butterdufte gebraten, kleine zierliche Gurken, wie sie in Znems, ohne gefilten holzseligen Sprießen, dazu ein dunkler Gerstensaft aus Kulmbachs bei ovarischen Gauen. Heilrufe, es klingt wie Hehler. Ein herzhaft Brot, aus Roggen schmackhaft geknetet und gebacken und ein leckerer Salat. Stolze wie Tobona am alten Nibelungenstrom, bis dahin heißt es durchhalten. Rufe. Wacker! Der herrliche Angriff auf die Welschen, der diese Abruzzen schufte aus Tirols ewigen Bergen, hoffentlich für immer da hinaus befördert, ist uns gelungen. Herr! Zuversichtlich erwarten wir, dass auch der moskowitische Bär mit blutenden Pranken weit wund heimschlägt und ihm nach die Knoblauchduftenden. Unsere Konnationalen. Heil! Bravo. Heil. Hochdeut. Hoch Pogacnik. Eine Stimme. Jede Lach. Heiterkeit. Kasmada erhebt sich. Meine ehrenfesten Bundesbrüder und Bundesschwestern, wir haben heute wahrhaft zu Herzen gehende deutsche Worte vernommen. Als Vertreter der deutschen Postler möchte ich eine Anregung geben in den Belangen der Selbstbeschränkung, indem dass wir, eingekreist von britischem Neid, welschem Hass und slawischer Orgist, mehr denn je auf Selbstbefriedigung im deutschen Haushalt angewiesen sind. Baka! Ich möchte diesbezüglich den Vorschlag machen, durch Freigabe der weiblichen Bediensteten in deutschen Haushaltungen deutsche Kämpfer für das Heer frei zu bekommen und überdies noch Mittel für patriotische Schärflein zu gewinnen. Auch werden wohl alle deutsche Frauen und Mädchen die in Kriegszeiten innegehabten Stellen umso lieber den heimkehrenden Helden wieder überlassen
als dieselben Ihnen für die Beschützung des deutschen Herdes diesbezüglich zu größten Danke verpflichtet sind. Wacker, Hörl! Erst wenn dieselben nicht ausreichen, ist in diesen Belangen auf die weiblichen Kräfte zu greifen. Dieselben aber würden den schönsten Lohn in dem erhebenden Gefühle finden, im Hinterlande auch ihr Schärflein zu der erreichten Errungenschaft beigetragen zu haben. Denn fürwahr, ein jedermann nimmt mit der größten Opferwilligkeit hier im Hinterlande an dem Kampfe teil. Und so schließe ich denn mit der Aufforderung zum Durchhalten, die ich in einem selbstverfassten Gedichte niedergelegt habe. Gut ist wenig Seife brauchen, besser noch ist gar nicht rauchen, aber weite Kleider tragen, öfter gar mit vielen Kragen, hohe Lederschuhe am Bein, das muss wahrlich auch nicht sein. Statt darauf das Geld zu wenden, soll dem Vaterland man's spenden. Hero, Hero! Redner wird beglückwünscht. Übelhör erhebt sich und liest von einem Blatt. Wenn ich mir etwas wünschen sollt, ich wüsste schon lange, was ich wollt. Ein Knödel müsst es sein, aus Semmeln gut und fein. Heiterkeit. Rufe. Wie auch, Hero, Hero. Homolatsch erhebt sich, blickt durch seine goldene Brille starr vor sich hin und spricht mit erhobenem Zeigefinger. Mein deutsches Weib, mein Heim, mein Kind, mir das Liebste auf Erden. Kind, setz dich schnell nieder. Hero, bravo, Homolatsch, Hero! O alte Bursche, hör ich ein, wohin bist du entschwunden? Wie kehrst du wieder, arme Zeit, so froh? Eine protestantische Kirche, Konsistorialrat Rabe. Darum mehr Stahl ins Blut. Und den Zaghaften sei gesagt, es ist nicht nur das Recht, sondern unter Umständen sogar die Pflicht gegen die Nation, mit Kriegsbeginn Verträge und was es sonst auch sein mag, als Fetzen Papier zu betrachten, die man zerreißt und ins Feuer wirft, wenn man die Nation dadurch retten kann. Krieg ist eben die Ultima Ratio, das letzte Mittel Gottes, die Völker durch Gewalt zur Raison zu bringen, wenn sie sich anders nicht mehr leiten und auf den gottgewollten Weg führen lassen wollen. Krieger sind Gottes Gerichte und Gottes Urteile in der Weltgeschichte. Darum ist es aber auch der Wille Gottes, dass die Völker im Kriege alle ihre Kräfte und Waffen, die er ihnen in die Hand gegeben hat, Gericht zu halten unter den Völkern, zur vollen Anwendung bringen sollen. Darum mehr Stahl ins Blut. Auch deutsche Frauen und müde gefallene Helden können eine sentimentale Betrachtungsweise des Krieges nicht mehr ertragen. Wo ihre Liebsten im Felde stehen oder gefallen sind, wollen auch sie keine jammerseligen Klagen hören. Gott will uns jetzt erziehen zu eiserner Willensenergie und äußerster Kraftentfaltung. Darum noch einmal mehr Stahl ins Blut. Wallfahrtskirche, der Mesner. Hier sehen Sie ein interessantes Weihegeschenk für unsere Wallfahrtskirche, das zwei Soldaten aus Lana verehrt haben. Ein Rosenkranz, dessen Korallen aus italienischen Schrapnellkugeln bestehen. Das Material für die Kettelung stammt von Drahtverhauen. Das Kreuz ist aus dem Führungsring einer geplatzten italienischen Granate geschnitten und hat drei italienische Gewehrkugeln als Anhängsel. Der Christus ist aus einer Schrapnellkugel gebildet. Auf der Rückseite des Kreuzes steht eingraviert aus Dankbarkeit zur Erinnerung an den italienischen Krieg Cima Toro am 25.07.1917, ASD und KP aus Lana. Dieser Rosenkranz wiegt mehr als 1 Kilogramm,
erfordert also für ein längeres Beten eine starke Hand. Wollen die Herrschaften vielleicht versuchen? Ein Fremder versucht es. Uff, nee, nicht zu machen. Die Glocke läutet. Der Messner. Hören Sie? Zum letzten Mal. Gleich wird sie abgenommen. Man macht aus Schrapnellkugeln Rosenkränze und dafür aus Kirchenglocken Kanonen. Wir geben Gott was des Kaisers und dem Kaiser was Gottes ist. Man hilft sich gegenseitig, wie man kann. Bürozimmer bei einem Kommando, ein Generalstäbler beim Telefon. Servus. Also hast du den Bericht über Pschemischl fertig? Noch nicht. Ah, bist nicht ausgeschlafen. Geh, schau dazu, sonst kommst du wieder zu spät zum Mulatieren. Ja, heute wird aber ja mulatiert. Also, hörst du. Was? Hast wieder alles vergessen. Pass auf. Hauptgesichtspunkte. Ja. Yeah. Während unsere Besatzung bekanntlich durch Hunger. Jetzt ganz was Andreas. Der Feind unserer Gewalt gewichen, also keineswegs durch Hunger überwältigt. Feind hat nie gehungert, verstehst? Nur wir. Russen hatten immer genug Proviant, konnten sich aber gegen den Elan unserer braven Truppen nicht halten, selbstverständlich. Ja. Gewalt unseres Angriffs. Hier. Ferner, Festung vollkommen intakt, unversehrt in unseren Besitz gelangt. Modernste Geschütze. Wie? Man kann nicht vergessen machen, altes Grafelwerk. Aber jetzt nicht mehr natürlich. Alles kann man vergessen machen, lieber Freund. Also hör zu und mach keinen Ballerwatsch. Modernste Festung, Österreichs alter Stolz, unversehrt zurückerobert, nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger. Ah, was rede ich, nicht durch Hunger, sondern durch Gewalt. Jo. Na, wirst schon machen, ja. Wenn es nur den Leuteln einleuchtet. Jetzt ist ja eh leicht. Also servus, Schluss. Zwei alte Generale treten auf. Der Erste. Ja, die Deutschen. Jetzt haben sie den Falkenhain zum Doktor gemacht. Siehst, unser Eins kommt zu sowas nicht. Der Zweite. Erlaubt du mir, der Borewitsch? Ja, naja, aber unser Eins kommt zu sowas nicht. Ein Journalist geht vorbei. Der Erste General. Hab die Ehre, Herr Doktor. Der Journalist. Exzellenz, gut, dass ich Sie treffe. Ich brauche Sie wie einen Bissen Brot. Was ist mit Brody? Brody, was soll denn mit Brody sein? Nur wegen der Schlacht bei Brody. Ah, eine Schlacht ist bei Brody? Hörst du auf. Der Zweite. Marant Josef. Also eine Schlacht. Ach sowas. Na, und da wollen Sie halt wissen... Na, wissen Sie was? Werden wir schon machen. Der Journalist. Ich kann also melden, noch ist Brody in unserem Besitz? Oder nein? Wissen Sie was? Ich weiß schon nicht, wer melden, Brody ist so gut wie entsetzt. Hauptquartier, Erzherzog Friedrich, ablesend. Und so... schließe ich mit den Worten, Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, lebe hoch, 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 hochrufe. Nach einer Pause, in welcher er feixend und die Zähne bleckend die vor ihm stehende Reihe junger Offiziere mustert, an deren einem sein Blick haften bleibt. Ah, das ist der Pukois. Der hat schon eine Auszeichnung. Nach einer Pause,
in der sein Blick weitergeht, um an einem anderen haften zu bleiben. Und das da, das ist auch ein Bourgeois. Er hat auch eine Auszeichnung. Jetzt haben zwei Bourgeois eine Auszeichnung. Der Adjutant geht auf den Armee-Oberkommandanten zu und meldet: Kaiserliche Hoheit, der Rektor der Wiener Universität mit dem Dekan und Prodekan der Philosophischen Fakultät warten untertänigst auf die Erlaubnis, der Kaiserlichen Hoheit das Ehrendoktorat der Philosophischen Fakultät verleihen zu dürfen. Innsbruck, ein Restaurant. An einem Tisch drei Damen, die Schwedisch sprechen. Von einem Nebentisch stürzt ein Oberst mit zorngerötetem Kopf auf sie los. Ich verbitte Ihnen, hier Englisch zu sprechen. Seine Gattin will ihn auf den Sessel zurückziehen. Erlaube mir, ich als Schwager des Generalstabschefs. Die Oberstensgattin. Aber Sie sprechen ja nur Schwedisch, Herr Oberst. Ach so. Er setzt sich. Mein schönes Innsbruck am grünen Inn, dir nur gehört mein Herz und mein Sinn. In deinen lieben alten Gassen, bei manchen guten Rebenfassen. Das deutsche Bad Großseitze, ein Vater mit seinem Söhnchen. Vater. Jawohl, mein Junge, immer fester, wie sagt doch Schiller, ans Vaterland, ans Teure, schließt dir an. Sohn. Vater. Anu. Vater, ist denn nicht Vaterland jetzt auch teurer geworden? Unerschwinglich, Junge, unerschwinglich. Während der Somme-Schlacht, Parktor vor einer Villa, eine Kompanie mit todesgefassten Mienen marschiert vorbei in die vordersten Gräben. Der Kronprinz am Parktor, Tennisanzug, winkt ihnen mit dem Recke zu. Macht's brav! Kriegsministerium, ein Zimmer an der Ringstraßenfront. Ein Hauptmann sitzt an einem Schreibtisch. Vor ihm steht ein Zivilist in tiefer Trauer, der Hauptmann. Also, was wollen Sie denn noch? Eine Evidenzhaltung ist in solchen Fällen ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können doch nicht wissen, ob einer tot ist oder verwundet in Gefangenschaft geraten. Da müssen Sie ins italienische Kriegsministerium gehen, mein Lieber. Na, weißt du. Was soll man denn noch alles tun? Ist doch einfach unglaublich, was die Leute von uns verlangen. Der Zivilist, ja. Aber, lieber Herr, ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Außerdem ist gleich 3 Uhr, da muss doch ein Einsehen sein. Die Amtsstunden sind beendet. Ist doch wirklich großartig. Na, was dann? Was ist denn? Was dann? Schauen Sie, privat kann ich Ihnen das eine sagen. Sie haben jetzt 6 Wochen von Ihrem Sohn nichts gehört. Nehmen Sie also getrost an, dass er tot ist. Der Zivilist. Ja. Aber da gibt's kein Aber. Wo kämen wir hin, wenn wir in solchen Fällen... Sie können sich doch denken, dass etwas 1000-mal vorkommt. Jetzt ist Krieg, mein lieber Herr. Da muss der Staatsbürger schon auch ein bisschen was dazu tun. Schauen Sie uns an, die wir hier sitzen. Wir stehen hier auf unserem Posten. Und außerdem, lieber Herr, also Sie werden doch wohl wissen, aber das sage ich Ihnen wieder privat und ganz unverbindlich, dass es für einen Soldaten keinen höheren Ehrgeiz und keinen schöneren Lohn geben kann, als für das Vaterland zu sterben. Also, Thierry, Thierry. Der Zivilist verbeugt sich und geht ab. Leutnant, warst du einst bei den Husaren, als wir jung und glücklich waren? Denkst du noch daran zurück? Denkst du noch daran zurück? Ein Wiener Nachtlokal in der Nacht nach der zweiten Einnahme von Czernowitz durch die Russen. Offiziere, Buffetdamen,
Lebemänner, Herren vom Roten Kreuz, polnische Legionäre, Personal, Mitwirkende. Die Salonkapelle Nechwatal und die Zigeunerkapelle Miskolci Janci. Rolf Rolf, der Stehgreifdichter, ist soeben halb singend mit der Konzeption eines Gedichtes beschäftigt, das sich auf hingeworfene klassische Zitate und Huldigungen für anwesende Truppengattungen aufbaut. Die Legionäre haben viel geleistet, das liegt schon so in der Natur. Rufe, bravo, bravo. Und sehen Sie, wenn ich das betrachte, so fällt mir vom Herzen eine Last, wenn ich sage, zu der Dame dorten, du doch Diamanten und Perlen hast. Und hier zu diesen deutschen Soldaten sage ich, es zogen nach Frankreich zwei Grenadier, halt aber, das muss ich schon sagen, ist das für wahr, doch sehr stier. Gelächter, Rufe, oh, bravo, bravo. Beim Eintreten zweier Offiziere intoniert die Salonkapelle, wir sind vom KOK Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Alles singt mit. Frieda Morelli, die Sängerin, tritt auf und singt, die Hände abwechselnd vom Busen in die Richtung zum Publikum führend. Ja, mein Herz gehört nur Wien, doch sehr schön ist auch Berlin, denn sehen Sie so ein Leutnant, so interessant und auch charmant. Ich gebe ihm gerne ein Rendezvous, doch noch lieber habe ich Ruhe. Denn ach, denn ach, denn ach, man wird so leicht ja schwach. Ja, drum sage ich, mein Herz gehört Wien, doch sehr schön ist auch Berlin. Bravo, bravo, eine Stimme. Rosa, wir fahren nach Lodz. Die Musik intoniert diese Melodie, um nach einiger Zeit in die Melodie der gute alte Herr in Schönbrunn überzugehen. Ein ungarischer Viehhändler zum Besitzer des Nachtlokals. Aber das ist ja glänzend, was hier alles geboten wird. Der Besitzer des Nachtlokals. Ja, ich schmeiße mir ein erstklassiges Ensemble zu haben. Jeder Besucher meiner Lokalitäten wird zugeben müssen, dass die Bezeichnung 42 Mörserprogramm auf dem Plakat nicht so viel versprochen hat. Aber nein, 42 Mörser ist Kinderspiel gegen so ein Programm. Der Feind selbst müsste zugeben, es ist ein Bombenerfolg. Was, Bomben? Bomben sind Krepierl gegen solche Schlager. Herr Kommerzialrat, zum Dank für die so schmeichelhafte Anerkennung werde ich mir sogleich erlauben, eine separate Huldigung darzubringen. Die Musik intoniert den Rakoczy-Marsch, um, nachdem der Viehhändler eine Champagnerflasche zerschlagen hat, in den Radetzky-Marsch überzugehen, währenddessen einer der Offiziere eine Champagnerflasche zerschlägt, worauf der Prinz-Eugen-Marsch intoniert wird, um in die Volkshymne überzugehen. Sämtliche Gäste und Animiermädchen erheben sich von ihren Plätzen und bleiben auch während des sich anschließenden Heil dir im Siegerkranz und der abschließenden Wacht am Rhein stehen. Das Garderobepersonal und die Toilettfrau sind im Saal erschienen und nehmen an der Huldigung teil. Ein Getreidehändler ruft in den Saal. Es lebe die Nibelungentreue! Alle, hurra, hurra, hurra! Der Besitzer zu einem Stammgast. Ist Ihnen der Herr bekannt, was jetzt gerufen hat? Der Stammgast. Selbstredend, es ist doch der Kamerad Knöpfelmacher. Der Besitzer stürzt auf die Zigeunerkapelle los, die nunmehr Ich hab deinen Kameraden intoniert. Ein Regimentsarzt. Du, was ich dir erzählen wollte... Gestern war eine Hetz im Spital. Die Schwester Adele hat nämlich noch immer eine kolossale Angst vor mir und lässt die Leibschüssel fallen von einem Bosniaken mit Beckenschuss. Hättest die Freiheit sehen sollen, was die anderen gehabt haben. Das war die ein Gekicher. Ja, bis ich über die Zwischen gefahren bin. Man muss den Weibern imponieren. Gestern war überhaupt ein Tag bei uns. Der Kollege. Bei uns ist das auch so. Der Ehrgeiz von so einer Aristokratin ist mir unverständlich. Die anderen machen Wäschekammer, servieren und so, die aber reißen sich förmlich um die Leibschüsseln. Der Regimentsarzt. Ich muss gestehen, im Anfang hat mich das gereizt, so zu sehen, wie so feine Mädeln. Aber man wird auch gegen das abgestumpft. Die haben nachgedacht. Warum tun sie das? Naja, sie wollen sich betätigen. Patriotismus und so. Wo habe ich nur gelesen, dass gerade wir Ärzte dagegen sein müssten, wegen dem Schock, den das weibliche Nervensystem bekommt und weil sie für die Ehe verdorben werden? Probleme.
Man wird sich um Probleme kümmern im Krieg. Der Kollege. Es ist unglaublich, wie man verroht. Man kommt faktisch gar nicht mehr dazu, human zu sein. Schau die Paula an, bei dem Deutschmeister Oberleutnant. Die assentiere dich sofort, der Regimentsarzt. Ah, du fliegst auf die? Rufe Tango, Gegenrufe. Pfui, nieder mit Tango. Walzer, das ist ein deutsches Lokal. Einer ruft. One step, Antwort. Tap. Ein Betrunkener. Gut, spritz, Walzer, Scheißkerl, wir sind in Wern. Der Besitzer auf den Stammgast einsprechend. Wissen Sie, wer der Fähnrich ist, der jetzt herangekommen ist? Sehen Sie, das wissen Sie nicht. Das ist der, von dem man doch gelesen hat, russische Soldaten haben ihn mit Strickleitern aus einem Sumpf gerettet. Jetzt kommt er jede Nacht zu uns. Nacht der Graben. Es regnet. Menschenleer. Vor der Pestsäule. Man kann in eine Seitengasse blicken. Der Nörgler tritt auf. So merke ich wieder, wie es von unten regnet. Aus Schlaf und Schlamm. Die alte Schlamperei. Sie spricht den schlaff zerlassenen Dialekt des letzten Wieners, der ein Palawatsch aus einem Wiener ist und einem Juden. Hier ist das Herz von Wien. Und in dem Herzen von Wien ist eine Pestsäule errichtet. Er bleibt vor der Pestsäule stehen. Dies Wiener Herz, es ist aus purem Gold, drum möchte ich es gern für Eisen geben. O ausgestorbene Welt, das ist die Nacht, der nichts mehr als der jüngste Tag kann folgen. Verschlungen ist der Misston dieses Mordens vom ewigen Gleichmaß fährischer Musik. Der letzte Wiener röchelt noch im Takt und lässt die Seele irdischen Behagens rauschend den letzten Regen dieser Welt durchdringend auf das nasse Pflaster fließen. Er blickt in die Seitengasse und gewahrt dort einen Betrunkenen, der mitten auf der Straße ein Bedürfnis verrichtet. Hier steht er, eine Säule seiner selbst in riesenhafter Unzerstörbarkeit. Er kann nicht untergehen. Es überlebt dies Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge, das Ende aller Schöpfung, und er weiß, nur er allein ist von dem allen übrig. Das Sterben geht in einen Schmarrn an, sein innerstes Bedürfnis muss er stillen, es bleibt die Spur von seinen Erdentagen, und dieses ist der Weisheit letzter Schluss, und gierig, lauschig seinem letzten Willen. Er hat dem Kosmos noch etwas zu sagen. Der Betrunkene steht unverändert da und spricht in rhythmischer Begleitung immer wiederholend Enkenos, Enkenos, Enkenos. Es wird Abend sein und wir werden nimmer sein. Drum gibt's mir's nicht so lass uns frei. Wird schöne Baden gehen und wir werden nimmer lehn. Wien, Zirkecke. Eine korpulente Dame in rote Kreuztracht mit Lorgnon entsteigt einem Elektromobil. Lenzer von Lenzbruck in Rittmeisteruniform. Küsst die Hände, gnädigste Kommerzialrätin, wie noch nicht auf die Länder, eine Sensation für Wien. Kann Ihnen gar nicht sagen, wie famos Ihnen die Tracht steht. Frau Back von Brünnerherz, nun Ihnen doch auch. Gehen Sie herein frühstücken? Mein Mann wartet. Lenzer von Lenzburg. Der Götter gar die rasend gemütlich. Also, dass Sie sich entschlossen haben zu pflegen, ist die größte Sensation von Wien. Ich bin sehr zufrieden, wir können dadurch das Auto behalten. 2 Jahre hat mein Mann darum gekämpft, so habe ich mich schließlich entschlossen, zum Roten Kreuz zu gehen. Ihnen kann ich ja sagen, es ist mehr pro forma und wegen dem guten Ton. Nämlich, ich pflege... Also doch! Wieso? Ich pflege nur hinzufahren, wenn ich gerade Lust habe.
Jetzt, wo der Krieg sich sowieso seinem Ende zuneigt, steht so nicht mehr dafür. Gestern hat mich die Annunziata angesprochen. Bitte, bitte erzählen, Baronin. Ich brauch's nicht gern, soll Ihnen mein Mann erzählen. Apropos, ich hab gelesen, Sie sind doch Rittmeister geworden. Ich gratuliere. Wissen Sie, dass Sie viel fescher sind wie in Zivil? Wahrscheinlich gehen Sie deshalb in Uniform herum. Nur habe ich erraten, die Männer. Finden Sie? Und das Verdienstkreuz, Sigi Laudis, da schaut's her. Nicht der Rede wert. Fehlt nur noch, no, Sie sind im Stand und gehen noch an der Front. Waren Sie schon einmal? No, kann ich denn? Wieso? Der Verwaltungsrat lässt mich doch nicht. Ein Bahnhof bei Wien, eine 500-köpfige Herde, steht vor dem herabgelassenen Kassenschalter seit 2 Stunden. Ein Wiener. In 10 Minuten kommt er. Ein zweiter Wiener zum Portier. Bitte schön, wann kommt er denn? Der Portier. Na, so um 7 Uhr kommt er gern. Ein dritter. Na, aber jetzt ist eh schon 7:45. Richtig, du schau. Na, heute hat er weh, 2,5 Stunden Verspätung. Ist eh angeschrieben. Der Nörgler. Kann man sich darauf verlassen? Was weiß denn nicht? Die wissen an der Weg. Und wenn sie was wissen, werden sie es da nicht dem Publikum auf die Nasen binden. Ja, aber warum denn nicht? Weil sie selber an der Weg wissen. Aber es ist doch angeschrieben. Ja, angeschrieben. Aber kommen tut er deswegen halt da später. Ist das die Regel? Na, eine Regel ist gewohnt nicht, aber das müsste weiner Ausnahme sein, dass er pünktlich nach der Verspätung kommt. Ja, aber warum wird denn dann die Verspätung angeschrieben? Weil das eben kein Mensch nicht wissen kann. Das weißt, mögen's nicht herein und da Herr Wind sagen's nix. Ein vierter. Mir scheint gar, jetzt kommt er. Na, alles dann, sehen's? Das ist Wein der Weine Zufall. Der Nörgler. Ja, aber wie kommt denn das? Mein lieber Herr, da nutzt kein Nägeln, da müssen's wem anderen verwogen. Das sind halt die Verspätungen. Wir Herr Wind kriegen keine Meldung nicht und det was zogen nix. Jetzt bei dem Verkehr kann man halt nichts machen. Jetzt ist Krieg. Ein fünfter. Der Zug kommt. Ein sechster. Der Kassier schläft. Rufe. Was ist denn? Aufmachen. Der Nörgler schlägt mit dem Stock auf den Schalter. So ist recht. Der Schalter geht in die Höhe. Das österreichische Antlitz erscheint. Es ist von außerordentlicher Unterernährtheit, jedoch von teuflischem Behagen gesättigt. Ein dürrer Zeigefinger scheint hin und her fahrend alle Hoffnung zu nehmen. Wird keine Karten ausgeben, wird keine Karten ausgeben. Murm, das sich zum Tumult steigert. Es bilden sich Gruppen. Ein Eingeweihter. Kommt, sie zeigen gar Hintertürl. Da brauchen wir überhaupt keine Karten. Alle ab durch das Hintertürl. Spital neben einem Divisionskommando. Man hört die Regimentsmusik lustige Weisen spielen. Ein schwer verwundeter wimmert. Nicht spülen. Ein Wärter. Staatsherrn! Das ist die Tafelmusik vom Exzellenzherrn Feldmarschallleutnant von Fabini. Ich werde euretwegen nicht aufhören lassen. Was glaubt's denn? Die Tür geht auf. Man hört Gesang. Ja, so ein Räuscherl ist mir lieber. Als wie eine Krankheit, wie ein Fieber. Bei einer deutschen Reservedivision. Ein Oberst diktiert. Jetzt den Schluss vom Tajesbefehl. Notiz. Aus der Masurischen Waschanstalt in Lötzen hat Herr General von Schmettwitz
drei weiße Stehkrallen Marke Meinjau, weiter 42 Zentimeter ohne Zeichnung zurückgehalten, dem nicht gehören. Dagegen fehlen drei weiße Stehkrallen, weiter 43 Zentimeter, zwei davon gezeichnet von Schmettwitz und alle drei mit Raumfaden im hinteren Knopfloch versehen. Um Austausch wird gebeten. Wohnung der Familie Durchhalter, die Mutter. Zieht Zaus die Sandalen aus, man hört sein eigenes Wort nicht. Ein Kind. Mutter, gibt's heute wieder nichts zu essen? Die Mutter. Du frecher Bub, ich werd dir lehren. Sie will auf ihn losgehen. Es läutet. Das ist der Vater. Er hat sich angestellt um Rüben. Hoffentlich. Man hört das Klappern von Sandalen. Der Vater in Papieranzug erscheint in der Tür. Die Kinder. Vater, Brot. Der Vater. Kinder! Russland verhungert! Ah, mein Spaß, so ein Kaiserschmarrn ist der schönste, weit und breit. Herr Kitzel, so beim Runterfahren, das ist noch die einzige übrig gebliebene letzte Wiener Freiheit. Dame Spaß, ach, mir fehlen die Worte, ist die beste. Kragujewatz Militärgericht. Der Oberleutnant Auditor hinausrufend. Sollen sich aufhängen! Zum Schriftführer. Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, die über die drei Burschen aus Karlover, meine ich, die Gewehre gehabt haben? Der Schriftführer. Jawohl, aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass sie erst 18 Jahre alt sind. Und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen Sie aber nach dem Militärstrafgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Geben's her! Da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter abändern. Sind sowieso stattliche Burschen. Da schreiben wir halt statt 18, 21. Er schreibt. So, jetzt kann man sich ruhig aufhängen. Ein Berliner Nachtlokal. Eine gröhlende Stimme aus dem Hintergrund. Das Dünnbier ist ein scheußliches Geschlampe und als Getränk Mau-Mau. Gehst du davon zu viel in deine Wampe, dann wird dir flau. Bring Purgelf grün, ihr Hundejung. Friedelchen, bleib mal da, süße Topsau. Bewahre Sitzfleisch, ihr Vaterlandsverräter. Was? Nun mal rinn in die Summenschlacht. Frieder Gutzke spuckt ihm auf die Glatze. Hoppla, Vater sieht's ja nicht. Geht nach vorn. Sally Katzenellenbogen, Export Frankfurt AO, tippt seinem Nachbarn, dem Rechtsanwalt Kottoschiner II, an die Schulter. Katzenellenbogen. Wie sagt doch Nietzsche, ist er zum Weibe verjüngste Peitsche nicht. Kottoschiner II. Na hören Sie mal, lassen Sie mal bloß mit dem Mann zufrieden. Der Mann ist mir nicht maßgebend. Der hat doch bekanntlich ein böses Ende genommen. Oberfauler Kunde, sag ich Ihnen. Kennen Sie Dolorosa? Katzenellenbogen. Nee, sitzt dort nicht Herr der Lücke vom Palais des Danks? Kantstraße 15, Belletage, Kurfürst 854.757? Kottoschiner 2. Ach Unsinn, Gegenteil, das ist Gerda Mücke vom Lindencasino. Leibnizstraße 59, 2 Treppen. Luzu 957.853. Telefon mit Warmwasser, Luftschiff im Hause. Zu jedem Appartement Kulturbad. Tipptopp, kann famos pieken. Katzenellenbogen. Ihr wisst doch, mit der schickste Mädchen, das wir jetzt in Berlin haben. Und wissen Sie, wer neben sitzt? Motte Mannheimer war. Kunststück. Wickelt sie alle in blaue Lappen. Die Musik spielt das Lied, ach Puppe sei nicht so neutral.
Frieda Gutzke geht vorbei und sagt zu Katzenellenbogen. Na, hörst du, sollst nicht so neutral sein. Was sitzt ihr beiden denn so miese Petrich da, Ali, hallo, hopsasa? Zu Kotoschina 2. Na, Puppe, Ola, mein Kneifer. Kotoschina 2. Tut schick, na, komm mal ran. Frieda Gutzke. Nicht zumachen, schießt von selbst. Wisst ihr, der Rittergutsfritze, der Pommernhengst, immer mit dem roten Kopf guckt drüber. Andermal. Du, schenk mir einen braunen Lappen, ich will Hindenburg benageln. Sie geht nach hinten. Die gröhlende Stimme. Und was das Schönste ist bei dieser Chose, das Reichsbekleidungsamt. Frieda Gutzke singt mit. Gibt uns pro Jahr bloß eine Unterhose. Verdammt, verdammt. Winter in den Karpaten. Ein Mann an einen Baum gebunden. Kompanieführer Hiller. Wie viel Grad hat's wohl? Ein Soldat. An die 30. Hiller. Na, dann könnt ihr losbinden. Die Soldaten tun es. Der Mann, Füsilier Helmhake, bricht ohnmächtig zusammen. Hiller schlägt ihm mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Nur als Erdloch nehmen! Es geschieht. Aber ist es denn auch feucht und stinkel genug? Der Soldat. Jawohl. Fiebert wohl schon tüchtig? Jawohl. Du willst noch ran? Das Schwein begann mich zu fressen und zu saufen. Darf auch weder tags noch nachts austreten. Hat den freilich auch nicht nötig. Also wie gestern. Wer es da wieder hat, den zerschmettere ich. Er geht mit den Leuten ab. Zwei Soldaten bleiben vor dem Erdloch zurück. Man hört wimmern. Der zweite Soldat. Zwei sind schon tot. Thomas, der bei eben solcher Kälte gezwungen hat, sich nackt auszuziehen. Und Müller, der krank auf Wache musste. Noch fünf andere hat er. Man hört stöhnen. Es klingt wie Durst. Ich will ihm einen Schneeball an den Mund halten. Er kriecht in das Erdloch und kehrt zurück. Noch nicht 20 Jahre alt. Freiwillig ins Feld gegangen. Hiller erscheint mit Leuten. Ich habe mir die Sache überlegt. Wir mal sehen. Kerl soll rauskommen. Er wird's? Ja. Kann wohl nicht mehr, Herr Leutnant. Was ist denn los? Raus, mit Mistvieh! Einige Soldaten zerren Helmhake heraus und schleifen den Regellosen wie ein Stück Vieh. So siehst du aus. Ach, die Drecksaufer, stellt sich ja bloß. Trampelt ihn doch in den Hintern. Er tritt ihn mit dem Stiefelabsatz. Willst du laufen, du Schwein? Ist denn das Aas noch nicht verreckt? Der zweite Soldat beugt sich zu dem Misshandelten nieder, den er berührt, streckt seine Hände wie abwehrend zu Hiller empor und sagt, soeben. Eben da im Unterstand Hillers, Unterarzt Müller. Tod durch Erfrieren, Wiederbelebungsversuche vergebens. Das Bedenkliche ist, dass er keine Verpflegung bekommen hat. Wir müssen die Sache so deicheln, dass uns keiner einen Wagen fahren kann. Kein Zweifel, das Menschenmaterial ist erschöpft und krank. Nichts als Konservensuppe und die ist gesundheitsgefährlich. Es zeigt sich ein direkter Erschöpfungswahnsinn. Die Leute bullen im Schnee und springen wie die Besessenen herum. Ich gebe ja selbst zu, dass Hungerschläge und Anbinden nicht mehr zureichen, um den Kampfesmut zu beleben. Was soll man tun? Was Helmhage betrifft, so kann ich sagen, dass ich alles Erdenkliche getan habe. Dem Vater schreibe ich so, wäre Helmhage. Jedoch erfülle ich die traurige Pflicht, sie von dem plötzlichen Ableben ihres Sohnes, des Gardefusiliers Karl Helmhage, in Kenntnis zu setzen. Der Arzt stellte blutigen Dünndarmkatarrh fest. Während seiner kurzen Krankheit ist ihrem Sohn die bestmöglichste körperliche und ärztliche Pflege zuteil geworden. Wir verlieren in der Hingeschiedenen einen tüchtigen Soldaten und guten Kameraden, dessen Verlust wir schmerzlich betrauern. Seine Überreste ruhen auf dem Friedhof in Dolzki. Bei Udine, zwei Generale, jeder in einem über und über bepackten Automobil von verschiedenen Seiten. Der erste General. Jetzt war ich das letzte Mal, mehr ist nicht zu holen. Der zweite General. Ja, mehr ist nicht zu holen. Der erste. Schaut, so ein reiches Land. Der zweite. Ja, die Deutschen. Der erste. Wir sind wieder mal zu spät gekommen. Der zweite. Ja, die Deutschen. Der erste.
Also praktisch sind's, das muss ihnen der Neid lassen. Beide Offizier haben's da jetzt alles organisiert. Mit Sammeltransporte. Unser eins muss sich alles kleinweiß zusammenklauben. Der zweite. Sie haben halt eine Organisation. Wie sie nach Udine gekommen sind, haben sie es gleich eingeteilt in Udine S und Udine N. In Udine S war Seide, das hat also den Deutschen gehört. In Udine N war nichts, das hat also uns gehört. Und über die Demarkationslinie darf naturgemäß unser eins nicht hinüber. Traurig. Ja, traurig. Die deutschen Seidenhändler waren früher da als wie unsere Vorhut. Und die deutschen Beuteoffiziere sind geschwinder wie bei uns die galoppierende Schwindsucht. Da kriegt man Respekt. Aber an Wein haben die eigenen doch gekriegt. Der ist noch heute nicht verschwunden. Aber dafür die eigenen im Wein. Das war der reine Russentod. Hast du was? Bisschen ein herrenloses Gut? Oh, hast nicht viel. Hat so ein paar kleine Erinnerungen an die Front, was halt nicht nied- und nagelfest waren. Ich habe heute 3 Teppiche, 30 Kilo Reis, ein bisschen Fleisch, 2 Säcke Kaffee, 3 Türfüllungen und 4 Heiligenbilder requiriert. Schön gemahlen, nach der Natur. Ich habe heute Grammophon, 20 Kilo Makarone, ein bisschen Kupfer, 5 Kilo Käse, 2 Dutzend Sardinenbüchsen und ein paar Büdeln in Öl. Servus. Er fährt ab. Der erste Servus. Da hat sicher ein Infanteristen von uns im Feld, der nimmt einen kolben Kuckerutz. Wart, Kerl! Stehlen! Er steigt ab und gibt ihm eine Ohrfeige. Kriegsgeneralversammlung des Sozialdemokratischen Wahlvereins des Groß-Berliner Riesenwahlkreises Teltow-Beskow-Storkow-Charlottenburg. Genosse Schliefke, Teltow. Als Generalredner der Kriegsgeneralversammlung des Sozialdemokratischen Wahlvereins des Groß-Berliner Riesenwahlkreises Teltow-Beskow-Storkow-Charlottenburg fasse es mithin zusammen. Wenn preußische Sozialdemokraten der Einladung in das Reichsamt des Innern folgen und der Kaiser an dieser Besprechung teilnimmt, so ist dies keine Verletzung sozialdemokratischer Grundsätze. Auch der Genosse David handelte korrekt, wenn er der Einladung des Kronprinzen folgte. Die Sozialdemokratie ist eine Revolutionäre Partei. Oho-Rufe. Sie muss deshalb auch, wenn es die veränderten Verhältnisse erfordern, mit alten Traditionen brechen. Ein Zwischenrufer. Bei Hof! Ich meine mit ihren eigenen Traditionen. Sie muss in ihren eigenen Reihen revolutionieren. Sie ist eben eine durch und durch revolutionäre Partei. Es geht besser, 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 immer besser, 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 denn wir haben viel geschafft in kurzer Zeit. Es geht weiter, 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 immer weiter, 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 wenn so weiter geht, dann geht es fast zu weit. Bürozimmer bei einem Kommando, ein Generalstäbler beim Telefon. Servus. Aber nein, ich bin's, der Kovac, der PM ist auf Urlaub, ja. Also, Herr? Natürlich, eine Masse Tote. Danke, man lebt, ja. Weißt, wegen der fantastischen Gefangenenziffern, was die Russen angeben. Na, also, musst halt schreiben, woher können sie denn das so genau wissen? Das lässt sich doch gar nicht zählen. Was? Ja, es ist wirklich schwer, den Leuten plausibel zu machen. Weißt, musst halt sagen, solange sich die Angaben in bescheidenen Grenzen bewegt haben, also täglich 10.000, da hat man es hingehen lassen. Aber wo es einmal 100.000 übersteigt, also das geht nicht. Was? Naja, musst halt schreiben, dass man das doch gar nicht zählen kann und so, wo es so viel sind, ne? Ja. Was? Wir zählen selber immer? Naja, wir, aber der Feind ist doch was Andreas. Was? Was werden Sie sagen? Der Feind kann, wenn so zuströmen, nicht so schnell zählen, aber wir können leichter unsere Verluste zählen. Herstellt Pomali! Wir haben ja gezählt und wir sind eben nach genauer Berechnung auf eine weit geringere Ziffer gekommen, verstehst?
Die Hauptsache ist, du sagst immer fantastische Gefangenenziffern. Du, das ist sehr wichtig, dass du das sagst, ja. Na, wirst schon machen. Ja. Ja, wenn draufsteht, amtlich, so ist eh schon die halberte Wahrheit. Und die andere Halbsteit macht halt dazu, ne? Bist du ein gescheiter Bursch. Also servus, servus. Schluss. Ja. Ringstraßencafé. Ein invalider Zitterer erscheint. Er schüttelt unaufhörlich den Kopf. Er wird entfernt. Im Hintergrund, ganz in sich zusammengekauert, wie gebrochen, sitzt ein alter Schieber. Freunde bemühen sich um ihn. Eine Frau hält die Hand auf seiner Schulter. Ein Mädchen spricht ihm zu. Neugierige und teilnahmsvolle gesellen sich. Ein Freund. Aber es braucht ja nicht wahr zu sein. Ein zweiter. Du, ich weiß nicht, wie du mir vorkommst. Wer wird denn gleich, du bist komisch? Der alte Schieber stöhnen. Lass mich, ich weiß doch, ich bin eher Pechvogel. Gottes Willen, Gottes Willen. Einmal im Leben hat man, wo bleibt, ich hab Skoda-Aktien, ich hab Skoda-Aktien. Die Frau Bernhard kommt zu dir. Wer sagt dir, dass es wahr ist? Du bist in einem überreizten Zustand durch den Krieg. Die Tochter. Nun regt sie nur noch mehr auf. Alle kommen sie da herein. Die Frau Gottes Willen, sein Herz. Der alte Schieber, los, mich, das Herz, das Abendblatt, da hab Skoda-Aktien. Die Tochter, wie er sich freut dort, Weizner, der möchte es ihm gönnen. Onkel, sag doch, er soll weggehen. Der Papa ist schon aufgeregt, wenn er nur sein Gesicht sieht. Der Onkel, entschuldige, man kann keinem Gast verbieten in einem öffentlichen Lokal. Die Frau, du hast uns noch gefehlt. Der Freund, Moldauer, du. Ich hab geglaubt, schau, du bist doch ein vernünftiger Mensch. Ich kenne mich nicht aus in dir. Der alte Schieber. Wenn es aber wahr ist, ich weiß doch Gottes Willen, ich hab Skoda-Aktien. Er bricht in ein konvulsivisches Schluchzen aus. Alles ist mit angstverzerrten Mienen um ihn beschäftigt. Ein jüngerer Wucherer drängt sich vor. Hat er Waggons? Wie viele Waggons hat er? Also ich erkläre feierlich, dass ich bereit bin. Der Onkel. Gehen Sie weg, Sie Asesponen. Der alte Schieber nur noch wimmern. Skoda! Der Geschäftsführer erscheint. Was ist denn geschehen hier? Was ist denn mit dem Herrn von Moldauer? Der Freund, nix. Rappaport kommt hereingestürzt und erzählt ihm, er weiß, ausgerechnet, Rappaport weiß. Der Geschäftsführer, ja was denn, mein Gott, der liegt ja ganz gefühllos da. Was ist denn geschehen? Der Freund, nix, gerät wird. Und das hat er sich so zu Herzen genommen. Ja, was wird denn gerät? Noch vom Frieden. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist so schön, um wahr zu sein. So wie ein... Im Dorfe Posterwitz. Eine Frau sitzt an einem Tisch und schreibt. Innigst geliebter Gatte, ich teile dir mit, dass ich mich verfehlt habe. Ich kann nichts dafür, lieber Gatte. Du verzeihst mir schon alles, was ich dir mitteile. Ich bin in Hoffnung geraten von einem anderen. Ich weiß ja, dass du gut bist und mir alles verzeihst. Er hat mich überredet und sagte, du kommst so nicht mehr zurück vom Felde und hatte dazu meine schwache Stunde. Du kennst ja die weibliche Schwäche und kannst nichts Besseres als verzeihen. Es ist schon passiert. Ich dachte mir schon, dir muss auch schon was passiert sein, weil du schon 3 Monate nichts mehr geschrieben hast. Ich bin ganz verschrocken, als ich deinen Brief erhalten habe und du noch am Leben warst. Ich wünsche es dir, aber verzeih es mir, lieber Franz. Vielleicht stirbt das Kind und dann ist alles wieder gut. Ich mag diesen Kerl nicht mehr, weil ich weiß, dass du noch am Leben bist. Bei uns ist alles sehr teuer. Es ist gut, dass du fort bist. Im Feld kostet dich wenigstens das Essen nichts. Das Geld, was du mir geschickt hast, kann ich sehr notwendig gebrauchen. Es grüßt dich nochmals, deine dir unvergessliche Frau, Anna. Separatcoupé erster Klasse. Im finstern Gang ein Haufen von Koffern und Körpern.
Der Oberstleutnant des Generalstabs, Marderer von Mulatschak, liegt betrunken im Coupé lallend. Ich und du, blinde Kuh, der größere Garner, das bist du. Hupp, mein Wedere, hupp, mein Wedere, umarme dich im Geist, mein Lumpel. Aus die 600 Kilo Dörrgemüse? Was? Aber na. Also schau, ja. 100.000 Kronen per Waggon hast du gemacht, ich noch nicht. Du Schlanke. Ich habe ein kolossales Geschäft mit Speck im Petto. Nein, kein Veto. Kein Ästheter Meiser, der kann mich gern haben. Was? Der Teuger der Ehrenbunke, Leopold. Schmeiß ihm in Leopolds Ohren. Heute trommel ich auf deinen Kakadu den Radetzky-Marsch. Ehrenbunk, Fraß, das soll er seiner Schwiegermutter erzählen. Die macht noch bessere Geschäfte. Oder seiner Tante, nur recht haben sie. Wenn ich eine Herzerzogin wäre. Ich raube die Schatzkammer aus und der Salvator. Ui, Jägerl, haben wir einen Spaß gehabt. Was, Schatz? Ist eh alles wurscht. Was? Ich bin gedeckt. Was? Musik um. Ich bin riesig stolz. Ich habe jetzt ein Sparkassenbuch. Das ist mein Reglement. Mein Lumpe. Ich kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Krieg. Jeder Waggon 5.000 Kronen Provision, läuft das Militärfach gut, der Jud zahlt gut, aber dass du nicht glaubst, die arbeiten jetzt selber auch. Oh, der Speck, wirst du sehen. Wo schaut's denn? Standeswidrige Zivilistenbagage. Alle hab ich's ausgeschmeißen lassen aus dem Coupé. Das andere wissen sie. Mein Lumpel. Sollen sie da stehen? Hängt euch alle auf. Was? Hängen mir so alle auf. Sollen sie krepieren fürs Vaterland, wenn sie auf der Marsche gesessen war. Herr Stelp! Den besoffenen Kerl habe ich erschießen lassen. Bin gedeckt, Mausi. Ich bring dir Raten, schmeck's. 120 Pfund Schweinenes. Was? Öfe ist schon? Gleich sind wir da in Steinbrück. Oha, jetzt wollen sie jetzt nicht parieren. Ich habe telefonisch Befehl gegeben, dass der Dings den Schnellzug warten lässt. Der weiß ja nicht, der Total, das ist für dich, mein Arschel. Sag er, ich bin aber geil auf dich. Warum kommt er denn nicht, der Saukerl von einem Burschen? Gleich in Steiermark, Steinbrück. Herrlich schlagen, eine Brückenruhe, eine Brückenruhe. Wo schaut's denn? Stein, Brücken. Wenn er nur kein Fall hat, war schon Schlaf, hab ich. Ist alles wurscht. Das war der Bursche Tom. Kärntner Straße. Passanten umringen einen Operettentenor. Ein Hofwagen hält. Die Passanten grüßen. Ein Lakai öffnet den Wagenschlag. Erzherzog Max aus dem Wagen rufend. Servus Fritzl, kommst mit zum Sacher? Der Operettentenor. Ich kann nicht, kaiserliche Hoheit. Ich warte auf ein Madl. Hochrufe für beide. Erzherzog Max. Also, ist dann Servus. Der Lakai schließt. Der Hofwagen fährt davon. Ein Zeitungsausrufer. Erfolge am PAW! Eine Seitengasse. Unter einem Haustor ein Soldat mit zwei Medaillen auf der Brust. Die Kappe hängt ihm tief über das Gesicht. Ihm zur Seite seine kleine Tochter, die ihn geführt hat und sich nun bückt, um einen Zigarettenrest vom Trottoir aufzuheben, den sie ihm in die Tasche steckt. Im Hofe des Hauses ein Invalide mit einem Leierkasten. Der Soldat. Jetzt sind schon genug. Er zieht eine Holzpfeife hervor,
in die das Mädchen den Tabak der Zigarettenreste hineinstopft. Ein Leutnant, der vorbeigekommen ist, dreht sich um, barsch. Können Sie nicht sehen? Der Soldat. Nein? Der Leutnant. Was? Also, er entfernt sich. Der Soldat geführt von dem Kind in die andere Richtung. Der Leierkasten spielt den Hochhabsburgmarsch.